Essen. Hallo Essen, hallo Essen. Fantastisch. Ja. Bravo. Ist ja. Bravo. Die tun gerade so, als würden sie uns zum ersten Mal sehen. Ja, herzlich willkommen nochmal im Rabbit Hole Theater hier in Essen. Schön, dass ihr alle da seid. Ein fantastisches Publikum. Wir hatten nie ein schöneres. Das würde ich jetzt auch so sagen, ja. Wenn ich mich so in der Masse umgucke und ein bisschen das geblendete Licht absehe, ja, also unfassbar. Ja. Schön. Vor allen Dingen hatten wir, glaube ich, noch nie mehr. Ja. Online schon. Online, ja, aber die sehen wir ja dann nicht. Das ist so, die fühlen wir immer nur in unserem Herzen. Ja, allerdings. Ja. Ja. Also ich fühle, du hast ja keins, aber ich fühle das, ja. Was machst du immer im Stream, aber die Knutschkartoffel? Die Liebeskartoffel. Woher kommt denn eigentlich die Liebeskartoffel? Naja, wir sind, also Nessie, meine Wenigkeit, wir sind ja so Körperligastheniker und da fällt das Herz schon echt schwer und dann macht man sich einfach und macht eine Kartoffel, nicht wahr? Okay, ja, das ist auch schön. Das ist eine Liebeskartoffel, fantastisch. Ja. Schön, dass ihr alle da seid zu einer neuen Ausgabe und der ersten Live-Ausgabe von Nerdy Christmas, dem Joint Venture von Last Geek Tonight und von Nerdizismus. Wir haben eine pickepackevolle Show-Sendung heute, die komplett, wie wir euch gerade eben schon gesagt haben, komplett einmal umgestellt wurden. Wir haben aber, glaube ich, trotzdem ein schönes Programm und vor allem haben wir einen ganz fantastischen Gast. Das definitiv. Dennoch ist das jetzt so, ja, wie schon gesagt, das erste Mal, dass wir das jetzt hier so vor Publikum machen. Dementsprechend gebe ich dieser Sendung gerne das Motto, denn sie krissen nicht, was sie tun. Ja. So, also schauen wir mal, was passiert. Aber fantastischen Gast, du hast ihn organisiert. Ja. Oder sie, muss ich ja sagen, du hast sie organisiert. Ich freue mich sehr drauf. Ja, und wir werden heute schauen, ob unser Gast Chris auch die Chance zum echten Chris hat. Ja. Ja. Denn wenn das heute so funktioniert und wir hätten dann natürlich auch gerne euer Feedback so ein bisschen, wenn wir danach noch zusammenstehen und noch das ein oder andere Kaltgetränk zu uns nehmen. Wobei ich habe jetzt gerade gelernt, du trinkst lieber lauwarme Cola, am besten noch geschüttelt. Nee, das nicht. Geschüttelt nicht, nein. Aber lieber, ich trinke lieber warm, also ich trinke nicht gerne kalte Getränke tatsächlich. Das hat aber tatsächlich innerhalb des letzten Jahres hat das ein bisschen was mit einer Erkrankung zu tun. Okay. Danke fürs Erinnern. Das wäre für mich auch, also wenn ich keine Kaltgetränke mehr zunehmen könnte, also ich mag ja Brain Froze, ne? Also es kalt. Das ist ja permanenter Zustand, ne? Das erklärt einiges. Also, kommen wir zu unserem Gast heute. Sie beschreibt sich selbst als zweideutig feierndes, tätowiertes, naturliebendes, veganes, katzenadoptierendes Nerdvibe. Und sie ist bekannt unter dem Pseudonym Zeitzeugin, bloggt sie, streamt, macht YouTube-Videos, hat einen Podcast. Und da geht es vor allem um die Themen Sexualität, Erotik, Liebe in der Nerd-Culture. Finde ich sehr, sehr interessant. Ich, also bin ich sehr, kann sehr davon gespannt. Mitreden, weißt du, wie du mitreden kannst? Nein, überhaupt nicht. Okay, Erotik und so. Dann lernst du heute noch was. Ja. Also einen kräftigen Aufklärungsunterricht für Chris. Ganz genau. Einen kräftigen Applaus für die Erika Berger des Nerdtums, ja. Die tolle Goodie. Hi. Hallo Goodie. Nimm Platz an unserem Abendbrottisch. Wir haben gedacht, da wir so spät anfangen und auch nicht wussten, wann wir genauso mit den Vorbereitungen fertig sind, haben wir gedacht, dann lass uns doch einfach essen, während wir in Essen sind und einfach ein gepflegtes Abendbrot machen. Du hast dich schon gesetzt, eigentlich wollte man noch sagen, setz dich und nimm dir einen Keks. Wo ist denn unser Keks? Der Keks ist hier. Ah ja, denn jeder Gast bekommt auch einen Arschkeks. Das ist sozusagen erstmal unser Opa. Nimm dir einen raus. Nimmt ihr auch welche? Nehmen wir auch komm. Ja, wir nehmen auch einen. Ich empfehle sie nicht zu essen. Ja, wir haben gute Sachen noch zu essen da. Also du darfst gerne, eigenes Risiko, ne? Aber wir brauchen einen neuen Gast. Was hast du? Im Wort Nachbarschaft versteckt sich das Wort Arsch. Das erklärt einiges. Nachbarschaft, okay. Das ist ja eigentlich echt schön. Finde ich gut. Ich habe, es war nicht so böse, nicht so böse gesagt, wie ich es gemeint habe. Ja? Der ist auch schön. Mhm. So, was habe ich? Wenn Dummheit klingeln würde, könntest du dein Handy lautlos stellen. Da fällt mir noch eine ein. Habe ich mein Handy lautlos gestellt? wenn ich mit zuhendem Mund gehen könnte, wüsstest du gar nicht, wie langweilig du bist. Ah. Ja, den finde ich auch nicht schlecht. So, ja. Also greif zu. Wir haben extra für dich auch was Veganes hier eingepackt. Hier haben wir Baguette, Dankeschön. Brot, schönes, gutes deutsches Brot. Ja, extra geholt und geschnitten, damit wir uns nicht noch extra blamieren. Für uns gibt's Fleisch. Sehr gut. Ja? Fleisch. Also von daher, ich habe echt Hunger jetzt. Aber wenig Fleisch bei euch, oder?
Ja, geht, ne? Das ist einfach so Serrano und so ein Schwarzwälder Schinken. Und du wolltest Würstchen haben. Ich habe Würstchen, sehr gut, ja. Ich bin glücklich. Aber sind die eigentlich total gemein, wenn wir jetzt was essen und die alle nicht? Tja. Wir essen für euch mit. Wenn noch was ich betone übrig noch bleibt, einmal, das war seine Idee. Ja? Ja, also seine Idee. Wenn noch was wir brauchen so einen Ventilator, damit der Duft auch wirklich dahin kommt. Wenn noch was übrig bleibt, dann können wir es ja gerne teilen. Also, der Arschkeks ist übrig. Ja, also der schmeckt, also wenn jemand Arschkeks haben möchte, der schmeckt auch so. Ich habe mir schon mal genommen, was ist mit dir? Isst du nichts? Ach, da ist ja eben. Ja, ist okay. Fang doch einfach mal an. Ich bin gerade voll aufgeregt, ja, ich kann doch gar nicht essen. Ja, warum? Sag, ja, ich, also ich kenne. Ist das deine erste Live-Show? Mein erstes Mal, ich bin Jungfrau, ja. Ja, okay. Ja, und das bei meinen Themen, das ist schon und sehr merkwürdig. Und das dann mit uns beiden, das ist uns echt leid. Drei, auch scheiße. Naja. Du hättest es besser erwischen können. noch nie auf der Bühne gewesen. Achso, ganz unhöflich, was möchtest du denn trinken? Weißweinschorle. Oder ein Bier. Oder ein Bier, das ist jetzt eine großartige Range. Was hättest du denn gerne, Weißweinschorle oder Bier? Na, entscheiden Bier. Sie sich jetzt. Bier, perfekt. Hinten ist nämlich kein Licht mehr, ich brauche jetzt die Taschenlampe. Viel Glück. Ich suche das mal eben schnell hier raus. Eieieiei. Au, Moment. Den hat er nicht vorbereitet, den Gag. Nein. Auf gar keinen Fall. Er war so ganz spontan. 3 Jahre lang geübt. Ja. Und trotzdem nichts davon gemerkt. Ja. Naja. Goodie, du wurdest gerade vorgestellt als Erika Berger des Geektums. Was hat sich der Chris dabei gedacht? Wie kommt das dazu? Erzähl uns ein bisschen was über dich. Ja, also ich bin Goodie und ich bin echt voll aufgeregt, ist mir voll leid. Mach doch nichts. Ja, also ich habe jahrelang als Zeitzeugin geblockt und fange jetzt wieder an und habe jetzt den Podcast gestartet. Und da beschreibe ich halt... Ganz kurz, möchtest du ein Glas haben oder bist Nö, du so... Flasche. Flasche, ne? Ja, klar. Ja, Flaschenkind. Flaschenkind. Ja, sehr gut. Sehr gut. Genau, und ich finde halt so die Themen Sexualität und Liebe und so total interessant, auch im Geektum. Gibt ja Bonfire von Vulkaniern und so. Und eigentlich gibt es halt so wenig im deutschsprachigen Raum, die sich wirklich mit Geek-Sachen in Bezug auf Sexualität beschäftigen. Dachte ich, ja, Kim, da springe ich mal rein. Und dann bin ich jetzt scheinbar die Erika Berger, aber warum auch nicht? Ja, ich wollte irgendwie so, ich weiß gar nicht, ob unser Publikum sich noch an Erika Berger erinnert. Kennt ihr noch Erika Berger? Ja. Ja, okay, die Älteren werden sich erinnern. Direkt Rotlicht, ja. Schön. Ja, ja, Prost. Ja, Prost, ne? Prösterchen. Ist das 7 Jahre, was machst du, wenn du nicht in die Augen guckst? Schlechter Sex ist das, ja. So einen blöden Spruch. Fakt. Tut mir leid, Josie. Ja, ist das, also du sagst auch den blöden Spruch? Oder hast du einen besseren? Ich sag immer zur Mitte und zack, 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 aber das ist jetzt egal, ob man in die Augen guckt oder nicht. Okay, das ist natürlich auch sehr pragmatisch gedacht. Was möchtest du? Willst du gleich ein Würstchen an? Willst du gleich ein Würstchen reinschieben? Würstchen, natürlich. Ja? Okay. Also sind die lang und dick und hart? Geht, ne? Ja, aber sehr lang. Eher so. Wiener, ja. Also lang passt. Guck mal. sogar doppelt. Lang passt. Also, wie kommst du denn dazu, Erika Berger des Nerdtums genannt zu werden? Wie kommt das dazu? Erzähl mal. Ich brauche einen Donut jetzt eigentlich. Ne? Das stimmt. Warte. Das kriegen wir doch hin. Okay. Aber. Also, wie kommt das? Ja. Ich weiß es nicht, musst du Chris fragen. Ja, Entschuldigung, jetzt habe ich Chris, gerade... Chris, wie kommt es dazu? Ich habe... Aber es war mit einem Mal rein, ich bin Jungfrau, Mann. Nein, jetzt nicht mehr. Im Gegensatz zu dir bereite ich mich ja auf unsere Gäste vor. Ja. Ja. Und habe dann... Ja, bitte. Habe dein Nerdgasm-Podcast heute, die letzten Tage auch gehört. Und ich wusste nicht, dass es Dildo in Drachenpenisform gibt. Nicht? Es gibt ja alles in Drachen-Dildo oder Dildo-Form. Das wusstest du sogar auch. Ja. Okay. Siehst du, kann ich mir gleich mal 2 Nerd-Punkte abziehen. Ja. In allen Größen und Farben. Manche glitzern auch. Ja. Okay. Es gibt auch Leute, die sich damit selbstständig gemacht haben und wirklich hauptberuflich jetzt Drachen-Dildos basteln und so. Das ist eigentlich sehr spannend. Wo kommt da die Vorlage her? Jetzt ist die Frage natürlich, wie groß ist so ein Drachen-Dildo? Also, ich hab noch nie einen in der Hand gehabt. Der Drache oder... Also so kein Taschendrache, das ist schon so ein richtiger. Okay. Also ich habe noch nie einen in der Hand gehabt, aber die sehen auf der Website sehr groß aus. Okay. Haben die da so ein Euro-Stück da nebenbei? Teilweise Äpfel, glaube ich. Wie bei den Statuen. Es gibt auch diese Sideshow-Statuen oder so, haben ja auch einen Apfel und bei den Dildos, glaube ich, auch. Aber es gibt auch Vampir-Dildos.
Die also saugen alles, einem das Blut währenddessen? Nee, oder die sind halt irgendwie anders geformt. Okay. Es gibt auch, nicht Vampire Diaries, wer ist das, was niemand mag und ich auch nicht mag, die Filme mit dem Twilight genau. Hm? Und er ist ja, was niemand mag. Genau, habe ich gerade im Auto noch gesagt, warum soll ich das gucken, als wer ist Taylor Swift und Taylor? Taylor Lautner spielt da wohl irgendwie mit, keine Ahnung. Ich so, wer? Ja, kennst du nicht Taylor Lautner? Aber nee, Taylor Lautner war doch der Werwolf. Ja, boah, gut, du weißt zu viel. Nerd. Ich weiß es ja auch. Ich habe sie tatsächlich nie gesehen, aber... aber gelesen. Nein, um Gottes Willen, aber bist doch daran eigentlich nicht vorbeigekommen. Wie kannst du das nicht wissen? Du behauptest das nur, um jetzt... Nee, ohne Witz, ich habe den ganzen Twilight-Quatsch gesehen. Haben wir hier Twilight-Fans im Publikum? No Outet shame, euch. Komm, no traut shame. Traut euch. 50 Shades of Grey und so, ne? Hm? Ja, von wem? Ob wir es nicht noch. Ja. Also du siehst, ich bin nicht alleine. Ja. Ich bin nicht alleine. Gut, also Vampir, okay, wie bist du da drauf? Ja, die glitzern und die sind sehr kalt. Kann man ins Eisfach legen und dann... Das ist ja schon mal nichts für ihn. Also darfst du nicht in den Mund nehmen auf jeden Fall. Ja. Ja? Da ist sämtlicher Reiz weg. Nein, wirklich, nee. Aber wenn ich da nicht dran lutschen darf, dann macht das keinen Spaß. Ja. Auf jeden Fall, und da sind ja auch Zähne dran, da tust du dir am Ende noch weh. Nee, Zähne nicht. Ach, nicht Zähne bei dem, nicht bei dem. Glaube ich. Also. Oder sind das so Fledermaus-Dinger, die so aufklappen, wenn sie. Das wäre auch gut und sehr gefährlich, glaube ich. Ich würde es nicht raten dazu. Das wäre natürlich gut. Was ist denn die absurdeste Dildo-Form, die du im Geektum mal gesehen hast? Neben dem. Ja, eben. Ja, deswegen frage ich ja, was ist die absurdeste? Vielleicht gibt es ja noch was Absurderes. Ja, ja, ja. Es gibt. Alien-Penisse quasi, aber das Absurde daran ist eigentlich, dass man... Die Dina Raute telefonieren. Ja, das auch. Da leuchtet die Spitze. Junge Herren, so. Also, die haben Eier drin und wenn die quasi abspritzen, nein, also nicht die Hoden, sondern wirklich so Eier und wenn die quasi abspritzen, dann wird man quasi damit imprägniert. Also, und das ist halt ein Fetisch, den manche haben. No shame, aber manche haben den Fetisch und dann hat man halt die Eier in sich und kann die ja irgendwann vielleicht hoffentlich wieder rauspressen. Aber das ist das Absurdeste und offenbar ist es wirklich absurd, weil er hat alle komische Gesichter. Hat sich nicht so verkauft, ne? War jetzt auf Amazon. Das weiß ich nicht, muss man nachfragen. Jetzt die Reviews auf Amazon würde ich ganz gerne mal dazu sehen. Also die sind bestimmt sehr lustig. Ja? Also ich kann es mir auch nicht vorstellen, aber ich meine... Ich esse hier mit den Händen. Ne? Ihr könnt übrigens alle auch mit den Händen. Ja, ich bin echt so aufgeregt dafür. Ach, alles gut. Wir essen für zwei. Das ist ja schon. Nach den Themen immer noch aufgeregt. Ich hab auch schon Alien-Babys in mir drin. Also das habe ich gelernt mit den... weil du hast mir, als wir uns ausgetauscht haben, vorher im Chat hast du gesagt, ob du auch Penis sagen darfst in der Show. Ja, natürlich darfst du Penis sagen. Ich bin gespannt, wann du es unterbringst, aber ich merke schon, es wird keine 10 Sekunden mehr dauern. Ich bin schon bei Hoden angelangt. Ja, kann ich mal reingehen? Und bei Abspritzen, also von daher das Niveau der Show. Ich meine, wir haben damit jetzt das Level so weit unten gesetzt, ja, im positiven die Sinne. Latte, dass, die Latte ist genau, die Latte, die Latte, ja. Wir könnten dann vielleicht irgendwie im nächsten Mal, wenn der nächste Gast das irgendwie vom Level her nicht hält, weiß ich nicht, dann müssen wir vielleicht irgendwie so wie beim Doppelpass haben sie dieses also ich mache mir überhaupt keine Sorgen, dass du dieses niedrige Niveau nicht halten kannst, also okay. Ja, dann krieg ich irgendwie hier so ein Penisschwein und muss mir jedes Mal einen Euro reinschmeißen oder irgendwie sowas. Penisschwein ist auch nice. Es gibt doch bestimmt so Penis als Sparbüchse oder so. Mit Sicherheit. Natürlich gibt es das. Ja, sicher. Ja, ja. Für den echten Sparfuchs. Jetzt hast du diesen Podcast gehabt. Hast du ihn noch? Den habe ich noch. Den hast du noch. Nerdgasm. Genau. Und der heißt auch noch Nerdgasm. Gut, wenn du ihn noch hast, hättest du ihn ja umbenannt. Wie bist du auf die Idee gekommen? Was hat dich da sozusagen angetrieben, das zu tun? Hattest du ein Erweckungserlebnis? Ich wurde wach geküsst. Nee, ja, wie gesagt, ich finde es einfach total interessant. Und es gibt halt so wenig Leute, die darüber reden, weil es halt so schambehaftet ist auch. Mhm. Und weil ich halt persönlich nicht verstehen kann, weil Sexualität, ich glaube, fast jeder hat Sex. Es sei denn, man ist asexuell oder möchte es einfach nicht. Oder es gibt ja verschiedene, aber fast alle haben Sex. Das ist ja völlig okay. Und es wird ja auch so oft besprochen, in Star Trek, in Star Wars, überall haben die irgendwie, ich meine, Alien-Sex und so. Und ich finde es halt total spannend, auch wissenschaftlich, so pseudowissenschaftlich, das zu untersuchen und so. Das ist halt total spannend. Und dann habe ich gedacht, ja, dann mache ich einen Podcast und lade ein paar Gäste ein manchmal und dann können wir drüber sprechen. Was hast du da für Gäste bisher so gehabt? Viele. Ja, von, keine Star-Gäste oder so, aber halt einfach aus meinem Bekanntenkreis, und nicht Bekanntenkreis, aber aus meinem weiteren Internet-Bekanntenkreis, Leute, die ich halt sehr gut mit Themen auskennen und dann auch entsprechend darüber reden können. Gab es schon Leute, die gesagt haben, nee, da will ich nicht dazukommen, das ist mir zu intim oder so? Ja, natürlich, klar. Ja, okay. Ja.
Und was sagst du denen dann? Ist nicht schlimm, ist nur ein Podcast, hört eh keiner? Ich oder? Das würde ich sagen. Ich habe die gezwungen. Also, nee, ja. Quatsch, also natürlich. Nein, es würde dich niemand gezwungen, mitzumachen, ist ja ganz klar. Ja. Aber ist halt auch ein schwieriges Thema. Oder was heißt schwierig? Ist halt, die wenigsten reden halt offen darüber, würde ich mal sagen. Aber würdest du sagen, jetzt hast du dich ja so ein bisschen auf die Geek-Culture da so konzentriert, was das Thema angeht? Weil du für dich gedacht hast, okay, das ist ja vielleicht so der Struggle größer als in anderen Communities? Nee, ist einfach geiler. Also, hä? Ja, keine Ahnung. Also, nee, also Geek-Culture ist halt, ich bin damit groß geworden, ich liebe alles, was irgendwie Fantasy, Science-Fiction, Comics, alles ist und da ist der Weg nicht weit, oder? Ich muss ja ein bisschen mit vollem Mund reden, tut mir leid. Mach mal. Macht er doch auch. Ja, aber ich will es auch mal, ich habe leider. Aber ich fand das direkt faszinierend, als Chris dich vorgeschlagen hat als Gast und dich da reingeführt hat, war ich sofort super interessant, weil das habe ich so als Thema noch nicht gesehen für einen Podcast und so weiter. Ja, genau. Und das fand ich echt super interessant, weil, vor allen Dingen, weil ich selber da überhaupt noch nicht drüber nachgedacht habe. Ach. Und, ja, tatsächlich. Das war in anderem Kontext. Ja. Und dann dachte ich direkt nochmal, das liegt ja so nahe, auch über Sexualität und Liebe und Erotik in der Geek-Culture zu reden. Warum kommt man da eigentlich so schwer drauf? Fand ich super. Und dann habe ich ein paar Sachen, habe ich mir von dir angeguckt und angehört und so und dachte direkt, ja, stimmt, logisch. So, fand ich super. Also ich kann es nur empfehlen. Du bist auf Instagram, auf TikTok. Wo bist du überall? Wo findet man dich? Ja, Instagram, TikTok, Facebook, YouTube, Podcast, die ganzen Plattformen, die es da gibt. Da gibt es ja Millionen. Ja. Ja. Und überall als Zeitzeugin und Podcasten ist noch Nerdgasm. Ja, also der Name von meinem Internetauftritt ist immer noch Zeitzeugin. Mhm. Also entweder Zeitzeugin Blog oder Zeitzeugin Goodie, je nachdem. Ja. Aber der Podcast selbst, also bei Podigy oder sowas, der heißt immer noch Nerdgasm. Mhm. Planst du den noch umzubenennen, auch wieder ein Zeitzeugin? Oder? Nee, der heißt weiterhin Nerdgasm. Okay. Weil das ist wirklich nur Sexualität und alles da drumherum. Mhm. Und in meinem, weiß ich nicht, Instagram oder so, ist andere Nerd-Sachen auch noch. Okay. War das auch, dürfen wir jetzt, glaube ich, also, wenn wir nicht drüber reden dürfen, sag Bescheid, aber du hast dich ja vor kurzem. Mit dem Gast die Tabuthemen abzuklären, ne? Das habe ich vorhin schon gemacht, ja. Keine Sorge. Ach so, okay. Ja, aber gut. Trotzdem frage ich das mich trotzdem eingeweiht aus Höflichkeit noch einmal, weißt du? Ja. So, ich bin ja ein höflicher Mensch. So, jetzt hast du mich rausgebracht, Arschloch. Du hast dich ja vor kurzem umbenannt, beziehungsweise dein Blog umbenannt, auf Instagram zumindest, von Nerdgasm-Blog zu Zeitzeugen-Blog und so. Warum? Ja, ich hatte ja früher den 10-Jahres-Blog quasi, der war relativ groß und ich habe den dann irgendwann leider, das war die dümmste Entscheidung meines ganzen Lebens, ich habe ihn leider irgendwann eingestampft, weil ich dachte, okay, das ist jetzt vorbei, ich weiß nicht genau, es waren viele Gründe. Aber ich vermisse den halt so sehr, aber es hat so viel Spaß gemacht. Und dann dachte ich, ja, okay, dann kann ich den wieder reaktivieren und über generell Sachen, also Nerd-Sachen schreiben und natürlich mit Fokus auf Flexibilität und Liebe und sowas. Aber genau, das war halt der Grund. Ich habe es einfach vermisst. Also okay. Zeitzeugen, viele kennen mich noch unter Zeitzeugin und haben mich gefragt, warum habe ich mich umbenannt? Und dann war es halt irgendwann. Ja, vor 10 Jahren angefangen? Nee, vor 20 Jahren. Aber da lief halt 10 Jahre. Huiuiui, vor 20 Jahren angefangen. Wie kam es eigentlich dazu? Was war so die Initialzündung, zu sagen, ich starte jetzt? Weil normalerweise sind es immer zwei Männer, die sich gegenseitig mansplainen und die machen dann einen Podcast. Genau. Oder setzen sich auf Twitch. Du hast mal gesagt, jetzt singt sie auch noch, jetzt sagt man, jetzt macht sie auch einen Podcast. Also, aber du hast ja dann schon vor 20 Jahren angefangen zu bloggen. Ja, ein klassischer WordPress-Blog wahrscheinlich. Ja, nee, es war noch Blogspot, also noch weiter vor. Und das darf ich gar nicht sagen, es war ein Fashion-Blog. Also, wärst du mal dabei geblieben, wäre heute das Theater größer. Ja. Wahrscheinlich. Und wir wären bei dir vielleicht zu Gast oder im Publikum. Ja. Nein. Aber ich habe den nur seit 5 Monate oder 6 Monate oder so ein halbes Jahr als Fashion-Blog geführt und Lifestyle. Und dann habe ich gedacht, nee, das ist ja alles nichts für mich. Und dann habe ich halt geekige Sachen gepostet, weil es einfach interessanter. So Geek for Life, schätze ich mal. Ich meine, bei dem Tattoo. Ja, und bei dem sind alle geekig. Was hast du? Also Star Trek sehe ich. Ja, das ist Battlestar Galactica, das Ganze. Das ist Star Trek und das ist noch Star Wars. Ah, drei gute Sachen in einem. Wie Kinderüberraschung, wieder hinten. Genau. Was noch? Irgendwas anderes? Das ist World of Warcraft, das ist Syndragosa, das ist ein untoter Drache. Mhm. Und das ist Herr der Ringe, Not All Those Who Wander Are Lost auf Elbisch und noch ein bisschen Zelda. Oh, nice.
Und die anderen können wir wahrscheinlich erst später in dieser Arbeit. Die zeige ich heute nicht. Das glaubst du. Ja, ich habe schon gesagt, beim Strip-Poker, das Kabel vom Mikro zählt nicht. Ich habe vorhin schon angekündigt, dass ich mich noch ausziehe. Also von daher. Ja, aber dann gehen ja. Deswegen haben wir ja abgeschlossen. Ja, ja, deswegen. Das macht doch Sinn. Wir haben auch Augenbinden. Ich brauche auch eine, bitte. Wir können auch das Licht ausmachen. So ist ja nicht. Darkroom, wir haben ein Darkroom dann hier plötzlich. Ja. Fuck. Oh nein! Wo hast du mir hingefasst? Ich hab extra die Taschentücher dahin gelegt. Ja. Das ist aber ziemlich wenig, diese Bilder am Kopf. Das ist sensationell, die erste Show und es ist schon ganz großartig. Ja. Ich bin mir unsicher. Es tut mir nicht leid. Ich überlege, du kannst da nichts dafür. Ich überlege aber wirklich gerade, also wenn ich so den ganzen Nerdkram durchgehe, dann ist doch eigentlich Star Wars, Star Trek, mit Abstrichen Battlestar Galactica, ist eigentlich recht keusch. So viel gevögelt wird er ehrlich gesagt nicht. Aber du hast überall eine Liebesgeschichte drin. Das ist, ich meine, nimm mal alleine Star Wars, ne, hier Bruder, Schwester, ne, ja, und dann aber auch das mit Han Solo drin. Und was Jabba gemacht hat in seinem Käfig da, das will man auch nicht wissen. Ja, das ist richtig. Das ist ja alles hinter verschlossenen Vorhängen, auch bei Star Trek dann, aber die Vor... Das meine ich, es wird ja nie explicit. Also es ist ja höchstens angedeutet. Also Fanfiction begann ja mit Star Trek. Und da gab es sehr explizite Fanfiction. Also ich glaube, Star Trek ist sehr, sehr dirty. Was hast du da als... Hast du da, ich habe alles geschrieben, nein. Das war alles nicht. Nee, nicht, dass du es geschrieben hast, aber ich dachte, vielleicht weißt du, welche so die erotischste war, die jemals mit Spock und... Kirk, keine Ahnung, ich habe die nicht gelesen, ehrlich gesagt. Ich bin nicht so Kirk und Spock-Shipper. Also. Ach so, sondern? Tribble und Ferengi. Nein. Tribble und Ferengi, okay. Die mögen es halt gar nicht. Als ChatGPT neu rauskam, habe ich damit da irgendwie, wie wahrscheinlich fast jeder, so ein bisschen mit dem Ding da rumgespielt und habe mal gefragt, schreib mir mal ein Drehbuch für eine Star Trek-Folge, aber in queer, bei der Riker Worf heiratet und Troy und Picard es aber verhindern wollen. Warum? Es endete... Weil sie konservativ sind und eher aus Frankreich kommt. Hinterfrag doch bitte meine ChatGPT-Prompts nicht so, ja? Okay. Und am Ende waren alle tot. Gut, ich hätte vielleicht nicht sagen, ich habe als Bedingung reingegeben, es muss enden wie ein Shakespeare-Stück. Ja, dann hast du es vorgegeben. Es endete mit der Explosion der Enterprise. Dann hast du es vorgegeben, ja. Aber ich dachte, an der Stelle wäre vielleicht, aber es war, am Ende war es jetzt nicht wirklich, ich krieg die Story nicht mehr zusammen, sie war dann doch sehr banal. Ich habe das Ganze dann nochmal versucht irgendwie, jetzt machst du das Ganze nochmal auf Sächsisch, aber das konnte das Teil dann nicht. Ja. Hast du es abgespeichert? Ja, bestimmt, irgendwo in der Timeline. Das wäre fürs nächste Mal was, dann lesen wir das mal vor. Schick mal, ich lese erotisch, das ein. Bitte. Ja, und, weil du kannst es doch, oder? Naja, so ein bisschen. Ein bisschen, ja. Habt ihr denn, du als Ostbirne, was war denn so, also wir haben ja Star Trek, Star Wars, Captain Future, Pokémon, whatever gehabt. Was habt ihr so gehabt? Lollek und Bollek. Im All, eine Folge. Es gab eine Folge im All, ja. Mhm, okay. Ich weiß gar nicht, hatten wir Science Fiction? Also... So alt bin ich jetzt auch noch nicht. Ich habe ja nur 10 Jahre DDR mitgemacht. Ja gut, aber Kosmonaut Dimitri Rustikov wird ja wahrscheinlich irgendwo auch zum Mars geflogen. Nee, nicht nur das. Meine Schule hieß die Wladimir Komarow Oberschule. Und Wladimir Komarow war ein Kosmonaut. Ach. Ja. Hat er überlebt? Also lebt der noch? Also der ist nicht, okay. Gut. Der kam sogar. Hab ich noch nie gehört, den Namen. Was hat denn der gemacht? Der war im All, was weiß denn ich? Keine Ahnung. Ich dachte, weil du auf der Schule warst, hat man dir morgen schon eingetrichtert. Nein, ich war vierte Klasse, dann war das vorbei, dann wurde das zum Gymnasium. Ah, ja. Okay. Also von daher. Hast du noch Freundschaft gemacht? Nee, allzeit bereit. Ich habe sogar noch meinen Pionierhalstuch gehabt. Also das Jungpionier, ja. Ich bin nicht mehr zum Jugendweihe war nicht mehr. Doch, Jugendweihe, aber das war schon nach der Wende. Aber die haben wir trotzdem noch gemacht? Ja klar. Gibt's immer noch. Wir hatten ja nichts. Also. Wir sind doch alle nicht religiös im Osten. Ne, da ist doch Religion, ist doch da relativ wenig. Und von daher, ich ja auch, bin auch nicht getauft und nichts. Und von daher Jugendweihe. Ein Heide. Ja, aber hallo. Im Rheinland. Ja. Ah, aber hier ist Ruhrgebiet. Ich würde sagen, hier ist Ruhrgebiet. Ja. Also, aber wir sind nicht hier, um über mich zu reden. Nein? Warum nicht? Ihr wärt es anscheinend ganz recht. Ne? Also das tue ich oft genug. Das ist spannend im Osten. Ich war nicht da. Gab es da auch Orion? Raumpatrouille Orion? Mhm. Ich wüsste nicht, keine Ahnung. Also das hat mich tatsächlich mit meinen neuen 10 Jahren nicht so interessiert.
Das war so. Also ich kann mich erinnern, ich hatte ein Comic-Heft. Ich weiß aber nicht mehr, wie es hieß. Das war so ein polnisches Ding und das war eine Reise auf fremde Planeten mit Außerirdischen und allem drum und dran. Das war ganz, ganz cool. Vielleicht habe ich das noch. Da muss ich. Nee, das habe ich nicht mehr. Das war aber wirklich, das war eine spannende Sache. Also so Pointen, die so zu nicht, so Geschichten, die so keine Pointe haben, sind auf der Bühne etwas suboptimal. Ja, ja, ich weiß, aber du wolltest unbedingt über mich reden. Also. Ja, gut, okay, ich dachte ja, meistens hast du ja was Lustiges. Nee, in ja? dem Fall okay, nicht. Also was Weltall und DDR betrifft, habe ich nicht. Ist doch sehr traurig geworden, oder? Ja, ich wollte gerade sagen, er geht irgendwie gerade so ein bisschen in sich zusammen. Dann gehen wir zurück, also, okay, bei Star Trek wird, wir hatten natürlich die berühmte Geschichte mit dem ersten Interracial Kiss mit Uhura und Kirk. Im amerikanischen TV. Genau. Und dann, gut, der Kirk, der alte, wobei am Ende des Tages weiß ich gar nicht, ob der so viele flach gelegt hat. Ich glaube schon, aber es wurde halt nicht gezeigt. Es wurde halt nie gezeigt. Deswegen meine ich ja, dass das eigentlich doch so Star Wars, Star Trek, der ganze amerikanische Kram doch relativ, ja, sehr keusch ist. Also die aber ist der amerikanische Kram bis heute. Der amerikanische Kram ist doch bis heute sehr keusch, weil die Amerikaner doch dann sehr, sehr prüden Umgang mit haben. En contraire, mon capitaine. Ich habe die letzten Tage durchgebinged, weil ich war auch krank vor 14 Tagen, und dann habe ich durchgebinged Yellowstone. Kennt ihr Yellowstone? Kennt jemand Yellowstone? Keiner guckt ihr Yellowstone? Guckt ihr Sons of Anarchy? Hat jemand Sons of Anarchy geguckt? Ist wie Sons of Anarchy, nur mit Pferden statt Motorrädern. That's it. Ja? Also es ist wirklich ziemlich genau das Gleiche. Ist auch so Die Hard Trump Country, spielt in Montana. Und das ist für eine amerikanische Serie, die sich eindeutig an ein republikanisches Publikum wendet, weil als Demokrat kannst du das eigentlich wirklich nur schwer ertragen, ist die extremst, also da hüpfen auch blanke Brüste durchs Bild in einer amerikanischen Show. Das ist wirklich, also normalerweise heißt das bei den Amis immer, das ist ja auch Pay-TV, ne? It's not porn, it's HBO. Also. Richtig, genau, stimmt. Da gibt es sogar Penis, das ist ganz, ganz selten im Fernsehen. Die Brüste ist okay. Muss ja einfach, eine Star Trek war ja damals zu Kirk-Zeiten sogar Free-TV. Im Free-TV ist das ja heute noch Aber die haben ja Codes schwierig benutzt. Also es gibt ja, ist ja nicht so, dass sie keinen Sex hatten, also die Charaktere. Aber die dürfen es halt nicht zeigen und deswegen muss man anderes erfinden quasi, damit dem Zuschauer klar war, dass sie Sex haben, aber darf natürlich nicht gezeigt werden. Aber das heißt ja nicht, dass sie keinen hatten. Gut, angedeutet war es natürlich irgendwo immer. Deswegen wollte ich eigentlich darauf hinaus, dass also der Standardkram eigentlich relativ keusch war, aber es gibt natürlich dann, wenn man die einschlägigen Masturbationsdienstleister seines Vertrauens öffnet, da ist natürlich dann die Hentai-Tentakelmonster an jeder Ecke, und wie ich bei dir gelernt habe in dem Podcast, das wusste ich wirklich nicht, Gaming-Porn. Ich dachte, als ich den Folgentitel gesehen habe, habe ich gedacht, okay, da geht's jetzt also um Pornodarsteller, die sich halt als Spielecharakter halt anziehen und dann Porno drehen. Würde ich aus dem Namen auch schließen? Nee. Nein. Was ist es dann? Ja, eben. Erkläre es. Naja, also vorneweg. Erkläre dich. Also, sorry, voll laut. Ja, also tatsächlich, um ganz kurz voranzugreifen, in den Suchen war das ziemlich weit oben. Also es gibt ja diese YouPorn oder wer auch immer das so macht. Keine Werbung hier, keine Werbung. Sucht euch einen aus, der euch gefällt. Die besten Liste der Suchwörter oder so. Und da waren die Videospielbegriffe relativ weit oben. Und da geht es halt nicht darum, dass Leute als irgendwas verkleiden, sondern es gibt Leute, die wirklich Videos erstellen mit den Grafiken der Spiele und dann zum Beispiel eine Draenei, also einen Charakter aus World of Warcraft, in ein Kolosseum schmeißen und dann wird sie von Orks begattet quasi. Also das ist in der Videospielgrafik und die haben dann richtige Pornos. Ganz beliebt ist auch Fortnite und Lara Croft natürlich. Und Lara Croft ist dann oft, weil es aus der männlichen... Also in der PlayStation 1-Variante, also mit Pixeln und nee, so. Die neue Variante. Und da das aus dem Male Gaze häufig kommt, also häufig Männer diese Pornos kreieren, ist Lara Croft in dem Fall ganz oft die Sklavin oder wird dann leider... Also es ist schwieriger Porn, würde ich mal sagen, oft. Jetzt weniger empowered sozusagen. Ja, ja. Okay. Gar nicht empowered, ja. Wobei ich sagen muss, Fantasien und so, also ich will, also gar kein Shame für Fantasien, ihr kann Fantasien haben. Ich finde es halt, also das Thema ist halt schwierig, deswegen kann man vielleicht einen Triggerwarnung, ich weiß nicht. Weil das halt. Wir sind alte, weiße Männer, hier gibt es keine Triggerwarnung.
Okay. Ist so. Ist so. Ist so. Alte weiße Männer ist an sich eine Triggerwarnung. Ja, ja, ja. Das stimmt. Nee, aber kennst du bitte die Triggerwarnung, die inzwischen, wenn du machst eine alte Star Trek-Folge an und da steht dann vielleicht Gewalt, that's it, und jetzt machst du Picard an, da steht Glücksspiel, Alkoholkonsum, Rauchen, Sex, bla. Ja? Dann ist doch nicht mal Sex drin. Ja, das ist schlimm dann an. Ich freue mich dann so und dann ist dann. Ja, was ist das? Die ganze Folge an und das kannst du ja echt. Ja, und deswegen. Und dann noch die zweite Staffel durchgestanden. Weil die Triggerwarnung genau. Sex fehlt, mache ich die Sendung immer aus. So. Nee, also gibt es also einen Progger, also sind wahrscheinlich dann, also, oder gibt es auch Frauen, die das programmieren? Keine Ahnung, wird es bestimmt geben, die also wirklich dann die Charakter nachbauen. Ja, ich, Sprites heißt es irgendwie, ich bin ganz, auf jeden Fall bauen die ja wirklich nach und erstellen halt die Videos. Das sieht echt gut aus teilweise, die Grafik ist richtig, richtig geil, also im wahrsten Sinne des Wortes geil und das hat sich echt gemacht. Es gibt natürlich auch die alten Porno-Videos von Videospielen, so wie die dann Super halt. Super Mario oder Sonic. Ja, die nicht mal. Ich glaube, das Sonic ist nicht so beliebt. Ich aber weiß Super nicht, Mario warum. Und Peach oder Bowser und Peach. Ich meine, aber, ja, aber ja, du hast doch gar nee, wirklich? Natürlich. Das war jetzt ein Scherz, nee, echt? Nee. Aber hast du auch damals beim das erste Tomb Raider hast du auch gespielt, oder? Das allererste. Ja, und ich habe den Nude Patch hast du natürlich auch ausprobiert, oder? Runtergeladen. Ja, so, also ja. Ich glaube, da kann sich niemand in unserem Alter von befreien. Wir haben alle den Nude Patch von Tomb Raider ausprobiert. Ja. Ich extra extra die PlayStation 1 hacken lassen, damit es funktioniert hat. Ach, so weit bist du sogar gegangen. Ja, ja. Also in so einem richtigen schäbigen Keller. Es war so eine es war wirklich so ein nerdiger Progger-Schrauber, was auch immer, der so in so einem Keller-Kabuff saß, ja. Und da bist du also rein, so als kleiner 12-jähriger Steppke mit deiner Playstation, so ganz heimlich so, ja, ich hätte gern so einen Chip, machen die das? Ja, oh, er das Ding, ne? Und hast du das da hingestellt, dann hat er bestimmt, können Sie mir auch gleich den Newspatch drauf speichern? Aus wissenschaftlichen Zwecken. Es gab immer ein Codewort für solche Sachen, ne? Weil, ich glaube, du hast dann, ja, Mod. In dem Zusammenhang. Ja, ich weiß aber nicht mehr jetzt, wie das hieß, aber du bist halt da in den Keller, hast deine Playsee da gehabt, mitgenommen und dann wollte der ja schon 100 Mark haben oder sowas, also schon relativ viel. Vermögen für damals. Absolut. Und hat das aber auch on the fly dann sofort gemacht. Du konntest also warten, konntest ihn bei der Arbeit, der Zukunft, der es aufgeschraubt hat und dann den Chip da festgelötet hat, das noch ausprobiert. Und dann hast du natürlich auch in der Regel gleich die ROMs drauf installieren lassen von ihm. Das war nochmal 20 Mark extra. Und dann ist man dann so wirklich so, also ganz ehrlich, Menschen gehen heute noch so aus Sexshops raus, wie ich damals aus diesem Laden rausgegangen bin, ja, so völlig verschämt, ja, völlig verschämt. So eine braune Tüte oder so. Ja. So völlig verschämt bin ich dann da rausgegangen. Beim zweiten Mal, als ich dann die Dreamcast hab modden lassen, war ich schon Profi, mich ganz gesehen, ja, modde mal das Ding, was kostet 100 Jahre. Ja, und dann bitte den Nude-Patch drauf. Ja, gleich hier, zack, ne, Sonic Nude-Patch war natürlich sofort drauf. Super, jetzt sehe ich Sonic nackt vor mir. Kann ich das ersetzen durch Minecraft-Charakter, die nackt sind? Da gibt's auch sehr schöne Pornos von. Na klar. Jetzt sind nur Blöcke. Ja, aber es sind sehr harte Blöcke. Ja, genau. Oh, was bitte? Ein Creeper, diese Zombies. Ich bin, ach so, diese Zombies, naja, okay. Diese grünen. Ich weiß auch zu viel. Sagen Sie sich, innen drin explodieren, ist alles gut. Ich bin bei Minecraft, spielst du Minecraft? Um Gottes Willen, nein, ich kenne es durch meine Nichte. Ja. Da habe ich ein bisschen zugeguckt, Nichte und Neffe, die sind halt in dem Alter und da habe ich ein bisschen zugeguckt und festgestellt, dann ist nicht meins. Bin ich zu alt für. Also ich, oder weiß ich nicht, ich verstehe es auch nicht. Also bei meinem Neffen habe ich es auch immer gesehen, wie der wirklich auf dem Handy. Auf dem Handy gibt es das schon? Ja, schon, gar nicht schon Jahre, schon Jahre. Also meine alten Augen können das nicht schon, mehr sehen. Schon Jahre. Das ist auch meine Nichte und mein Neffe, wenn ich sehe, wie die da bauen, dann denke ich so, pff, okay, ich bin wirklich alt. Scheiße. Mit so einer virtuellen Steuerung und dann rennt er dann da rum und dann ich so, gib mir her, komm, hier, Onkel, spielt mal. Ne? Und dann gib mal her. So, und dann wirklich so, wie gesagt, mein Charakter einfach nur so, bom, 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 gegen die Wand gelaufen und dann wird es auf einmal dunkel und ich so, ja, jetzt sehe ich ja hier gar nichts mehr. Was ist denn das hier für eine Kacke? Ja, du musst jetzt hier eine Fackel bauen, ja. Also, wie baue ich denn eine Fackel? Ja, da hättest du ja vorher bei Tageslicht noch Holz hacken müssen. Ich sage, ey, super, jetzt ist dunkel. Jetzt stehe ich da und bin dann irgendeine Klippe runtergefallen und dann war ich dann tot. Ne? Und dann haben wir dann nochmal von vorne angefangen. Und was ich halt wirklich, ich meine, der Typ, der das programmiert hat, der ist ja stinkenreich mit dem Kram geworden. Stinkenreich. Und ich verstehe es halt einfach nicht, weil ich dann zum auch eben gesagt habe, Ben, wir haben 30 Jahre dafür gekämpft, fotorealistische Grafik zu haben. Ja? Wir haben unser Herzblut dafür gegeben und jetzt kommst du um die Ecke und spielst diese 8-Bit-Scheiße wieder. Effektiv sind wir wieder bei Tetris mit den Klötzen gelandet. Ne? Definitiv. Also das ist schon ein bisschen absurd. Ja.
Tetris-Porn wäre in dem Fall auch mal eine Herausforderung. Gibt zumindest Tetris-Porn-Bilder. Keine Videos, aber Bilder. Wie sieht klar, denn ein wenn so ein Z-Block irgendwie und dann kommt so ein L-Block von hinten und dann geht das schon. Also geht alles. Okay. Oh, okay. Ja. Jetzt hab ich Bilder im Kopf. Und wenn du Bauingenieur bist, dann freust du dich natürlich auch. Möchtest du dein Würstchen gar nicht mehr haben? Ja? Das ist, steck es doch nochmal irgendwo rein. Vielleicht baue ich was draus. Mal gucken. Mal gucken. Also mir schmeckt das. Ist so, Kind ist ohne doch Loch was, macht ja? Doch keinen Spaß mehr. Ja, ja, ich hab das Loch kaputt gemacht. So geht's mal ganz Vater zu sagen, Kind, du isst ja gar nichts. Was ist? Ja, ich weiß. Ja? War Schule nicht gut? Ja? Wie war es in der Schule? Trigger-Thema, nein. Nein, Quatsch. Also die Frage hast du dir auch gehasst, wie war es in der Schule? Also ich hatte das gar nicht in der Schule. Ich hatte damit nie ein Problem, aber da haben wir tatsächlich relativ selten darüber gesprochen, weil das nie ein Problem war. Echt? Ja. Was warst du so für ein Schüler? So ein Schnitt, was hast du so gehabt? Ich hatte so bis zur 8. Klasse immer so einen 1x-Schnitt und mein Abi habe ich 2.0 gemacht. Tut mir leid. Ja. Ja, ich tut gar nicht leid. Ich weiß, dass hier so auch so Einser-Kandidaten im Publikum sitzen. Ich hab das gemacht, was ich musste und habe für eine 3.5 gereicht, fertig. Witzig war, als ich dann irgendwie Anfang 30 tatsächlich in einem Bewerbungsgespräch noch jemand mein Abi-Zeugnis sehen wollte. Echt? Ja. Das hat mich auch unglaublich irritiert. Vor allem, weil ich ja in Mathe halt wirklich einfach, ich glaube, ich habe 0 Punkte geschrieben und musste dann 4 quatschen und dann habe ich 5 gequatscht und that's it. Es war auch definitiv halt ein Marketingjob, also nichts großartig Mathematisches. Und dann sitze ich da in diesem Bewerbungsgespräch und plötzlich fragte der nach dem Abi-Zeugnis. Gut, ich hatte alle Unterlagen halt dabei, aber ich hatte das jetzt nicht eingereicht. Weil ich dachte, wer will denn das noch von einem 35-Jährigen? Aber es wollten die tatsächlich haben. Vielleicht sahst du einfach so extremst jung aus. Das ist natürlich sowieso gute Gene. Und, du bist auch 38? Ja, schön. Hast du dir ein Extramet gleich verdient? Ja, ja, das wollte ich hören. Ich hab's echt nicht gehört. Sorry. Bist du denn 38? Stückchen drüber. Ich habe definitiv schon eine 4 davor und die 5 ist nicht mehr weit weg. Ja. Und dann wollten die das tatsächlich von mir wissen. Und ich war ernsthaft irritiert, weil ich dann auch sagte so, ja, und dann, okay, bitte hier, und dann guckt er das dann so durch, und dann, ja, da haben sie ja, was habe ich gehabt als LKs? Englisch und Erdkunde, genau. Mhm. Englisch, du hattest Englisch und Erdkunde als LK? Ja. Ich auch. Oh Mensch, ey. Das ist ja absurd. Hätte Kunst und Deutsch. Kunst und Deutsch sind genauso Verpisserfächer. Das sind ja schon ziemliche Verpisserfächer. Ich so, Moment mal, das wäre jetzt eher Religion und Sport gewesen, was man auch machen konnte. Sport ist aber voll hart als LK. Immer unsportlich, also wäre völlig unklar. Wäre für mich jetzt auch nichts gewesen. Man hätte es machen können. Und dann ritt er wirklich so 10 Minuten auf meiner Mathe-Note rum. Und ich so, irgendwann habe ich gedacht, wenn sie das doch nicht mögen, wieso haben sie mich denn dann eingeladen? Also von daher, manchmal verfolgt mich das noch, aber ich glaube jetzt irgendwie nicht mehr. Ich habe bis heute Albträume vom Matheunterricht tatsächlich, obwohl ich eigentlich ganz gut war in Mathe, aber ich habe mein Mathe-Abi verkackt. Mathe war mein drittes Fach, mein drittes schriftliches, und ich habe mein Mathe-Abi verkackt. Einzige Blackout in meinem Leben. Und bis heute habe ich ganz komische Albträume also von mit Mathe. Dem einzigen Blackout würde ich jetzt so nicht bestätigen. Doch. Das wer mag denn auch Mathe? Haben wir so Mathematiker hier, so richtige Mathematiker-Cracks? Also dafür, dass eigentlich so eine nerdige Runde ist, muss eigentlich immer irgendwie so ein Hardcore-Mathematiker dabei sein. Alles Fake-Nerds. Ja. Die haben Sex. Stimmt, da kann's ja gar nicht sein. Das kann dann gar nicht sein. Ich bereite mal so das erste Spiel vor. Du wolltest ja noch mal ein paar Sachen machen, deswegen ziehe ich mir ein bisschen hier mal zurück. Hast du noch zu trinken? Brauchst du noch? Ich habe sogar was zu essen vorbereitet, was ich auch gleich essen werde bestimmt. Oh ja, okay. Danach ist dir sämtlicher Appetit vergangen. Oh nein. Ich habe ein paar Fragen für dich, ich kenne die nicht auswendig, deswegen muss ich nochmal gucken, was wir eigentlich vorhaben. Wir haben uns vorgenommen, ein paar Fragen wirklich immer jedem Gast zu stellen, um dann letzten Endes auch so eine kleine Statistik draus zu machen. Und ich habe 5 kleine statistische Fragen an dich, die mich mal interessieren, die so ein bisschen auch auf deine Nerd-Präferenzen losgehen. Also, die erste Frage ist so grundsätzliche Tendenz, eher Sci-Fi oder Fantasy? Fantasy. Hätte ich jetzt nicht gedacht mit dem Tattoo, okay. Ja, aber ich habe noch 2 weitere, die sind Fantasy. Ja, das stimmt. Aber ich mag beides. Ich kann mich halt da kannst du jetzt deine Fantasie spielen lassen bei den anderen beiden. Aber ich liebe halt Herr der Ring, und der Herr der Ring ist, glaube ich, das Beste, was es gibt. Okay. Deswegen ist eher Fantasy. Gehörst du auch zu den Leuten, die so Herr der Ringe einmal im Jahr lesen müssen?
Nee, ich gucke das halt jedes Jahr. Okay. Lesen so alle 5. Okay. Das dauert ja auch ein bisschen. Ja, das ist... Das so 2 Stunden, nein. Ich habe es tatsächlich nie komplett geschafft. Ich liebe die Filme. Ja, die Bücher sind ein bisschen dröge, stimmt. Ja, ich bin immer bei Tom Bombadil ausgestiegen, weil ich hatte noch ein Lied. Oh. Wenn du gut, ja, ich war so froh, dass Tom Bombadil nicht in Filmen aufgetaucht ist. Ja. Ich war so froh, dass er ein bisschen wie Winnetou geschrieben worden auch. Also über die Landschaftsbeschreibung und so. Und da fängt es auch schon an. Ich wusste nicht, dass es aufgeht. Und warum sind hier Alien-Eier drin? Oh nein, die Erklärung würde zu lange dauern. Die spritzen gleich ab in meinem. Lass einfach liegen, die Erklärung würde jetzt zu lange dauern. Ich lasse es dann mal da. Ihr macht weiter, ihr lasst euch von mir nicht stören. Nein, gar nicht. Nein, völlig unmöglich. Völlig unmöglich. Wollen wir stehen geblieben? Ach, Herr der Ringe, genau. Ja, Tom Bombadil und so weiter. Gegenseitige Abscheu. Ja, Abscheu. Mindestens. Ja. Okay, zweite Frage. Brettspielpräferenz. Spielst du Brettspiele grundsätzlich? Ja, am liebsten die ganz lang, weil, die wirklich stundenlang dauern, so wie das Battlestar Galactica Brettspiel, kann ich sehr empfehlen. Das ist das beste Brettspiel aller Zeiten. Aha, ein Fan. Wie lange dauert denn da eine Partie, wenn das so lange ist? So lange auch. Also es ist moderates 2 bis 3 Stunden vielleicht. Okay. Genau. Und wenn man sich noch streitet währenddessen, sorry, ich habe ein bisschen, dann ist es natürlich noch ein bisschen schlimmer, weil man spielt halt eigentlich miteinander, aber eigentlich auch gegeneinander, weil es gibt einen Zylon, also einen Bösen quasi, aber man weiß nicht, wer das ist. Ja. Da muss man halt rausfinden langsam, wer der Böse ist und der kann natürlich noch ein bisschen manipulieren und ja, das ist sehr spannend, sehr cooles Spiel. Okay. Battlestar Galactica Brettspiel. Habe ich tatsächlich noch nie von gehört. Jetzt spielen wir jetzt gleich. Wenn du es mit hast, legen wir los. Nee, leider nicht. Kann ich endlich mal sagen, die nachfolgenden Sendungen verschieben sich um 2,5 Stunden. Ja? So, aber zur Frage eigentlich, Brettspielpräferenz, Koop oder Competition? Koop. Sehr gut, finde ich gut. Finde ich gut. Habe ich tatsächlich erst vor gar nicht allzu langer Zeit für mich entdeckt, dass ich das auch mag. Sehr schön. Gibt es doch gar nicht so lange, glaube ich. Also zumindest diese Vielfalt an Koop-Spielen. Ja, wir haben Josie und ich, wir haben im Urlaub Paleo für uns entdeckt. Was ist das denn? Das war Kennerspiel des Jahres 2021, glaube ich. Und man spielt einen Steinzeitstamm und muss gemeinsam überleben und gegen die Widrigkeiten kämpfen und so. Und das macht echt Spaß. Schönes Ding. Muss man auch mal aufschreiben. Ja. Paleo. Paleo, genau. Definitiv Koop. Man muss viel miteinander kommunizieren. Also man muss miteinander reden, um dieses Spiel gewinnen zu können. Sehr, sehr cool. Ist es zu zweit dann gegen das Spiel oder mit mehreren auch? Bis zu 4 Leute oder 5 sogar. Ich weiß es nicht genau, kann ich nicht genau sagen. Wir haben es immer zu zweit gespielt und einmal haben wir eine Spielrunde jetzt schon zu viert, aber wollen es definitiv weiterspielen. Weil sich das tatsächlich, als wir es immer zu zweit gespielt haben und dann später mit anderen Leuten zu viert, das ist ein komplett anderes Spielgefühl nochmal, weil man dann wirklich gezwungen ist, also zum einen ändert sich die gesamte Taktik für den Stamm, wenn mehrere Leute noch da sind. Man muss eine ganz, ganz andere Taktik fahren und man muss wirklich 90% ist einfach kommunizieren und hat mit dem Brett da an für sich wenig zu tun. Und das ist cool, macht Spaß. Finde ich auch. Ist echt, echt schön. Weil nur Competition, das ist irgendwie, hat man eben wahre Leben auch. Und dann, wenn man schon zusammen mit Freunden spielt, wenn man auch Liebe verbreitet, nein, nicht ganz so schlimm, aber man will ja schon zusammenspielen. Also ich möchte dann zusammenspielen zumindest. Ja. Sehr schön, sehr schön. Dritte Frage, Bücher, Papier oder E-Book? Papier, auf jeden Fall Papier, oh Gott. Das riecht besser, es fühlt sich haptisch besser, fühlt sich besser an. Ich habe halt auch keinen Reader. Wäre es dann anders, wenn ich einen Reader hätte. Aber ich habe halt ganz viele Bücher. Ja. Und das ist halt einfach schön. Da hat man die im Regal stehen und dann kann man die Cover noch angucken und Klappentexte lesen und so. Das ist sehr schön. Sehr gut. Gehörst du auch noch zu den Leuten, die auch wenn du in Urlaub fährst, dann auch richtige Bücher mitnehmen? Weil das ist so für mich immer das, was ich am meisten gehört habe, wenn ich mit Leuten über E-Books und so geredet habe. Ah, hat so einen Vorteil, ich kann so viele Bücher mitnehmen und habe irgendwie 20 Bücher mitgenommen und habe sie alle nur in diesem einen Dingens. Aber du hast gerade schon gesagt, du hast keinen Reader. Ich lese gar nicht im Urlaub, ehrlich gesagt. Ah, okay. Also, das habe ich, glaube ich, noch nicht. Doch, als Kind natürlich, aber jetzt mittlerweile mache ich irgendwie andere Sachen. Okay, alles klar. Vierte Frage. Ist Pluto ein Planet? Nee, ist ein Hund. Gute Antwort. Sehr gut. Finde ich auch fantastisch. Ganz klar. Das war eine Frage mit 3 Antwortmöglichkeiten. Beziehungsweise eigentlich 4. Beides wäre auch noch möglich. Egal. So, und fünfte Frage. Du bekommst ein Ticket für eine Zeitmaschine. Besuchst du die Zukunft oder die Vergangenheit? Ist es für immer dann? Also nein, du gehst nur zu Besuch. Ah ja. Ich glaube Zukunft. Ja. Echt? Ja, was soll ich denn machen? Wenn ich jetzt in die Vergangenheit reise und dann irgendwie sage, hey Gudi, mach das nicht. Und dann irgendwie sterbe ich dann, weil irgendwas, so eine Kettenreaktion oder irgendwie anders stirbt. Das will ich ja auch nicht. Dann lieber Zukunft, dann kann ich noch gucken und dann noch von jetzt an quasi noch ein bisschen Fäden ziehen und so.
Das finde ich schöner. Find ich spannend. Meine Freundin hatte eine ähnliche Antwort, also auf jeden Fall auch Zukunft. Für mich wäre ganz klar die Vergangenheit, weil ich möchte nicht wissen, was mich in der Zukunft erwartet. Ich will mich überraschen lassen. Du kannst ja auch eine Stunde in Zukunft gehen. Dann kannst du wissen, ob es Ihnen da allen gefallen hat. Aber dafür verschwende ich doch nicht so ein Ticket. So. Das einzige Ticket, was ich bekomme, und ich gehe eine Stunde in die Zukunft. Nur eins ist. Das heißt, du bekommst ein Ticket für eine Zeitmaschine. Achso, du hast vielleicht gesagt. Naja. Eieiei. Gut, das waren die 5 Statistikfragen. Bist du soweit? Ja, prima. Spiel? Dann schon mal einen herzlichen Applaus für die erste Runde. Dankeschön. Vielen Dank. Dann kommt doch mal mit dir her. Jetzt hast du noch gar nicht so viel gedruckt. Das werden wir wahrscheinlich gleich etwas ändern. Denn ich habe mir gedacht, wir machen einfach einen ganz großen Kindergeburtstag. Muss ich mit Kindergeburtstag spielen? Nein, eigentlich eher nicht. Sondern ich habe aber trotzdem ein paar Lätzchen für euch so ein bisschen vorbereitet. Seid doch so nett, nehmt doch da bitte Platz. Denn wir spielen jetzt die ganz klassische Nicht-Lachen-Challenge. Mit dem kleinen Twist, dass ihr natürlich den Mund hoffentlich zu voll nehmt. Ich habe hier richtig dämliche Flachwitze, sind an Dämlichkeit nicht zu überbieten. Und ihr habt jeder von euch vor euch 3 Leben. Wie praktisch, dass hier gerade die Eier rausgefallen sind. Ne? Das ist echte, als hätten wir es so abgesprochen. Echtes Showmanship, ja, wenn du spontan improvisiert. Das ist deins, ja. Du kannst natürlich auch Bier jetzt im Mund haben. Und ihm ins Gesicht spucken, also wie du möchtest. Ja. Dann würde ich sagen, ich lese einfach den jeweiligen Flachwitz vor und ihr guckt euch bitte tief in die Augen. Okay. Ja, und wer zuerst lacht, verliert ein Leben. Okay. Ja, so. Ja, das. Ja. Perfekt. Also, fangen wir mal an. Stichwort Vampire. Wohin unternehmen Vampire eine Urlaubsreise? Zum Vampire State Building. Oh, okay, na gut, alles klar. Wie nennt man einen Ritter ohne Helm? Wilhelm. Okay. Nein, das ist ja noch Wasser drin, ne? Da ist ja noch Wasser drin. Ja? Deine Mutter schminkt sich mit Edding. Okay. Google Earth hat angerufen. Deine Mutter steht im Bild. Was macht ein Skelett auf der Bühne? Sich bis auf die Knochen blamieren. Oh, ihr seid echt gut. Ihr seid echt gut. Hast du eigentlich Humor? Ja, okay. Das weiß ich ja nicht. Wie nennt man einen Delfin in Unterwäsche? Slipper. Ich bin gegen Rasen auf der Autobahn. Wer soll das denn alles mähen? Okay. Deine Mutter ist so fett, sie wurde in SeaWorld getauft. Ihr seid echt gut. Ihr seid echt gut. Ja? Deine Mutter lispelt beim Chatten. Okay. Also ich merke schon, das Spiel ist... Bitte? Ja? Was möchtest du denn? Du darfst mal kurz runterschlucken. Achso. Dürfen wir mal runterschlucken und einfach nachtrinken. Es wird dann warm für dich. Ich dachte, das magst du. Na, einfach die Frage, darf man zwischendurch mal runterschlucken und dann irgendwie nachschütten? Okay, gut. Da muss ich jetzt die ganze Zeit... Da sind Lokanier. Ja, ihr seid, das ist wirklich... Wir sind einfach zu gut für das Spiel. Aber so gut sind die Witze auch gar nicht. Es ist das offizielle LOL-Quiz, ja? Es muss also von Bully... Und LOL ist wirklich lustig. Okay, probieren wir es mal weiter. Vielleicht kriegen wir euch ja noch mit. Deine Mutter arbeitet bei Weight Watchers als Vorherbild. Deine Mutter schreckt mit ihrem Gesicht die Eier ab. Also ihr seid echt gut, ne? Deine Mutter ist so blöd, wenn sie in einem Film ab 18 gehen will, bringt sie 17 Freunde mit. Wow. Deine Mutter dreht die Quadrate bei Tetris. Okay, ihr seid echt gut. Deine Mutter geht zu Werbe-Millionär und macht Schulden. Okay. Also, ich hab noch 50 davon. So ist es nicht. Ja. Nochmal nachtrinken. Ja. Nochmal nachtrinken, okay. Deine Mutter bellt, wenn es an der Tür klingelt.
Okay. Deine Mutter sammelt Laub für Blätterteig. Deine Mutter kocht Wasser nach Rezept. Ey, ich bin wirklich beeindruckt, ne? Deine Mutter führt mit sich selber 4-Augen-Gespräche. Okay, nochmal, okay. Also, wir könnten... Ich muss ja tatsächlich sagen, ich finde, das Wasser im Mund macht es ein bisschen einfacher. Okay, ist das so? Ich finde schon. Okay. Ja, weil dadurch bist du so gezwungen, das so zu halten. Ja, voll. Ja, also. Okay, ja gut, dann lass es weg. Ne? Also das ist ja hier so eine Probeshow, dann gucken wir mal, was besser wird. Ich finde die Reaktion vom Publikum sehr schön. Da muss ich nicht mehr lachen. Dann guck mal. Ihr dürft auch irgendwann mal reinrufen, reicht. Ja, ne? Sonst hört der nie auf. Der hat irgendwie der hat 500 Sessel, Witze. Ja. Ne? Also. Wir haben noch 3 Leben hier. Ja. Oh Gott. Also zumindest mal gucken, wer jetzt zumindest einmal lacht. Ne? Okay, alles klar. Noch mit Wasser oder ohne? Dann macht es mal ohne. Wenn er sagt, ohne, also wäre es vielleicht schwieriger, dann guckt euch doch mal ohne tief in die Augen. Okay? Also ist halt die Frage, ob du wirklich so verschärfte Regeln à la Bulli machst, sobald jemand so zuckt, ne, sobald es ein Lächeln ergibt. Ja gut, wenn ihr jetzt natürlich kein Wasser mehr habt, wo ich dann nicht sehe, dass ihr es rausbrustet. Ich hatte halt die Hoffnung, dass irgendeiner macht nochmal Geld. Gut, dann beim ersten Zucken, so, ja? Ja, okay. Genau. Okay, beim ersten Zucken. Ihr guckt so ein bisschen mit, ne, weil ich muss ja ein bisschen die Frage vorlesen. Okay. Deine Mutter fragt bei McDonald's nach der Weinkarte. Der Döner hat angerufen, deine Mutter dreht sich noch. Deine Mutter hat nur ein Bein und wird beim Fußball trotzdem getunnelt. Deine Mutter will mit dem Deo-Roller zur Arbeit fahren. Echt gut, ey. Deine Mutter steckt sich eine Münze ins Ohr und denkt, sie hört 50 Cent. Unglaublich, da muss ich ja mehr lachen, ja? Also ich hätte mir auch 3 Leben geben sollen, ja? Ja, gut. Wer war zuerst? Ich weiß nicht, wer zuerst war. Ich war zuerst. Okay. Ich muss echt sagen, also der Döner hat mich fast gerissen. Ja. Also da, puh. Gut. Deswegen habe ich da auch mal so gemacht. Der Döner war hart. Der ist, den kann ich auch noch nicht. Der Döner war hart. Also gut, okay. Dann also wenn das ein Shawarma gewesen wäre, hätte ich losgebrustet, weil den hatte ich vorhin. Deine Mutter arbeitet bei... Warte kurz. Ja, okay. Genau. Also, okay. Ja, okay. So. Gut. Alle bereit? Mhm. Gut. Okay. Deine Mutter kratzt an Bäumen auf der Suche nach Hartz IV. Ja gut, unentschieden. Einigen wir uns auf unentschieden. Okay. Ist nur eine Platzrunde. So. Okay, ja, bereit? Alles klar. Deine Mutter bekommt beim Elternabend einen Klassenbucheintrag. Okay. Deine Mutter kackt in der Disco auf die Tanzfläche und schreit, hört die Dancing. Ah, der war knapp, der war knapp. Der war knapp. Okay. Ja, aber gar nicht, weil der Witz so gut war, sondern weil er so abgeht. Weißt du, das ist so fies. Das ist so fies. Der Witz war lame, aber... Okay. Ai, ai, ai. Das war echt hart. Okay, nochmal gucken, ob du schon verlierst oder wir einen Sieger haben. Ja, Moment, lass uns erstmal wieder reinfinden. Ja, wieder reinfinden, genau. So alle Konzentration. Ja. Ja, okay, alles klar. Okay, deine Mutter ist so fett, sie guckt die Speisekarte an und sagt dem Kellner, okay. Deine Mutter schüttet Actimel über den Computer, damit sie einen Virenschutz hat. Okay. Deine Mutter arbeitet bei IKEA als unterste Schublade. Deine Mutter arbeitet bei der Losbude als Niete. Okay. Deine Mutter piepst, wenn sie rückwärts geht. Okay. Deine Mutter setzt sich in eine Badewanne voll mit Fanta, damit sie auch mal aus einer Limo winken kann. Okay.
Deine Mutter hat nur einen Arm und geht in den Second-Hand-Shop. Okay. Deine Mutter fragt bei Amazon nach der Kundentoilette. Ja, schön in die Augen gucken, okay? Du musst mal lachen. Dann lachen auch wir. Okay. Deine Mutter ist so fett, sie bricht vom Stammbaum ab. Deine Mutter setzt beim Online-Poker eine Sonnenbrille auf. Deine Mutter trug zur Hochzeit eine Burger King-Krone. Ne? Okay. Na gut, deine Mutter bestellt All You Can Eat zweimal. Deine Mutter bellt, wenn es an der Tür klingelt. Das hat man, glaube ich, schon, genau, ja. Deine Mutter macht 5 Diäten, weil sie von einer nicht satt wird. Okay. Deine Mutter verläuft sich in der Telefonzelle. Echt gut, ja. Also mich jetzt doch schon ein paar Mal gerissen. Na gut. Jetzt gehen wir langsam in die Mutterwitze aus. Okay. Vielleicht sind die Mutterwitze einfach nicht gut. Nee, die sind auf. Also ich mal gucken. Den Slipper hatten wir schon. Bist du noch voll alles gut. Wir kriegen ja hier. Ah ja, genau. Ich habe meinem Freund einen Limonadenwitz erzählt. Fand er lustig. Das ist ein Witz? Laut LOL, ja. Also ja? Nicht so, wie er ihn ausspricht, ne? Okay. Weil eigentlich wäre es Fanta lustig, okay. Nicht Fanda lustig. Okay, wie heißt, das ist jetzt, das ist ja passend zum Abend. Wie heißt der Ausgang eines Bordells? Auspuff. Erst hatte er einen forschen Pimmel, dann hatte er einen Porsche Fimmel. Ich würde sagen, wir einigen uns auf Unentschieden. Ja, ich glaube langsam auch, ja. Also ein fantastisches Spiel, das nur so bedingt geklappt hat, aber wir versuchen es immer wieder. Ja. ihr wart echt gut, ohne Witz. Also ich dachte, mit Wasser war es einfacher. Fand ich schon. Okay. Hätte ich gar nicht gedacht. Aber deine Reaktion war immer sehr lustig, muss ich sagen. Ja, weil ich bin da nicht gut. Wenn wir LOL gucken, also ich kriege die Gags schon gar nicht mehr mit, weil ich vom letzten noch vor Lachen auf dem Boden liege und wirklich Tränen lache. Guckst du LOL? Nee. Auf Amazon Prime? Nee, guck ich nicht. Nee, aber lohnt sich, ja? Also scheinbar schon. Absolut, absolut. Weil du lachst ja wegen jedem Scheiß. Sehr sympathisch. Ich lache auch wegen vielem, in der Tat. Ich lache auch wegen manchem nicht, aber bei LOL ohne was werfe ich mich. Die erste Staffel ist ziemlich gut. Ja, wir haben alle Staffeln gesehen. Die erste ist wirklich gut, kann man nichts sagen. Die zwei. Ist das die, wo Quebecos diesen Song da gemacht hat, mit dieser ganz langweiligen Song? Keine Ahnung, ich weiß nicht. Ist auf langweilig. Was in der vierten Staffel so durch die Decke ging, waren Pastewka und Engelke als dieses Schlagerpärchen. Genau. Ja, das war Schlagerpärchen. Das war Schuh, Schuh, Schuh und Schascha. Das war ziemlich großartig. Das war großartig. Das war großartig. Also das hätte mich tatsächlich gerissen. Da wäre ich so. ich glaube, so wir brauchen einfach noch mehr Alkohol. Das ist möglich. Ja. Ich habe gehört, du hast da was vorbereitet. Ja, das kann man so sagen. Also ich sehe in unserem Ablauf. Worauf es hinausläuft. War ja ganz unauffällig. Ja? Sie da, Tomatentheo. Eigentlich war mein Stichwort gerade der Schlager, aber da haben wir auch gleich was. Aber du holst mal den Alkohol. Ich hole mal den Alkohol der Woche. Und während ihr nicht mitessen dürft, dürft ihr mittrinken. Ja, ganz genau. Achso, ich brauche die Taschenlampe. Achso, die Taschenlampe. Ja, pass auf, wo habe ich denn die Taschenlampe? Moment, ich habe... hier, genau, guck mal. Schau. Oh, ja. Er hat gesagt, die Batterie ist bald aus, also vielleicht komme ich bei dir und dann ist es so. Okay. Wir haben nämlich in unserer Show immer den Alkohol der Woche. Wir haben schon diverse Dinge durchprobiert, nordischen Küstennebelgetränken. Das war so ein Anis-Ding, ne? Das Küstennebel-Ding. Ja, genau, irgendwas so mit Anis. So ein bisschen absintig. So absintig, ganz genau. Und jetzt haben wir was dabei. Also ich hätte für den Not hier noch einen Heugeist gehabt, den können wir zur Not dann am Ende noch trinken. Aber du hast jetzt kein Butterbier, sondern Met. Ich habe Met dabei. Es ist nicht ganz so, wie ich es geplant habe. Vielleicht, Josie, dein Stichwort. Ja. Einmal den LGT-Met einzublenden. Ja. Den hätte ich eigentlich gerne dabei gehabt. Keine Show ohne Merchandise. Genau, denn eigentlich gibt es mittlerweile Met, offiziellen Met von Last Geek Tonight, also mit unserem Logo drauf. Da seht ihr ihn. So sah der Stand bei der Met-Farbe bei der Magic Con dieses Jahr aus. Die war
jetzt Ende September. Da gab es den auch das erste Mal zu kaufen. Und ursprünglich war geplant, dass wir diesen, also exakt diesen Met aus so einer Flasche jetzt auch hier verköstigen und trinken und dass dann hinterher auch die Möglichkeit bestünde, so eine Flasche zu erwerben. Aber der Mann da links vorne, da, er hat versagt. Soll man einen Spot da drauf machen, ja, bitte? Ja. Ja. Der hat versagt und hat den falschen, also die falschen Flaschen eingepackt, nämlich einfach. Es ist derselbe Met, aber ohne unser Label. Japanische Kirschblüte. Kostet auch nur die Hälfte dann, ne? Nein, das nicht. Aber japanische Kirschblüte. Und den werden wir jetzt trinken. Magst du Met? Ich liebe Met. Sehr gut, dann dürfte dürfte dich das erfreuen. Gibt's und ihr Met mit dürft gerne auch mittrinken. Dafür gibt es hier diese Becherchen. Spekulatius. Aber nicht Kuchengeschmack. Noch also, nicht. Also ich kann dabei. Ich kann empfehlen, bei der Metwabe mal online zu schauen. Online gibt es unseren Met auch. Ich kann empfehlen, schaut mal online und macht das Bild mal wieder weg, Josie. Und zeigt doch mal ganz kurz das Metwabe-Video, während ich hier für die Zuschauer einschenke. Soll ich da hin? So, denn es ist so, wie es da steht, guter Met kommt aus der Wabe. Das kann ich bestätigen. Ich habe mich bei dem Stand während der Magic Con ordentlich durchgesoffen. Man kann da auch immer gut kosten, das ist super. Und wer möchte denn was? Mal kurz Hand hoch. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Oh gut, und alle anderen müssen, okay. Der es herstellt, will schon. Nichts. Ist das hat das was zu bedeuten, dass du jetzt denkst, aha, okay, gut. Also, gut. Das ist schon mal fand ich. Ich schenke schon mal aus. Wir das genau. Ich schenke schon mal aus. Ist das jetzt, sag mal ein bisschen was dazu, quatsch mal in mein Mikro rein. Ist das eher so ein Bier oder so ein Wein oder wie muss ich mir das vorstellen? Du musst dir das als Wein vorstellen, ja? Im Grunde genommen. Ist das gleiche Verfahren. Ja, das weiß ich nicht mehr. Und wird halt hauptsächlich aus Honig gewonnen. Okay. Dementsprechend, der Honig wird vergoren. Und wir sind so kleine Giftmischungen, oh, und schanschen da immer noch so leckere Sachen mit dazu. Okay, verstehe, alles klar. Ist das, die Bienen werden auch fair bezahlt? Ja? Okay. Okay, werden hier gemolken. Ich habe einmal Met getrunken, aber das war so ein Weihnachtsmarkt-Met. Das war meistens wahrscheinlich einfach nur warmes Bier mit Honig drin. Und es war ziemlich eklig und ich habe am nächsten Tag, mir ging es nicht gut. Deswegen habe ich um Met bisher immer einen riesen Bogen gemacht. Das ist in der Tat jetzt eine Premiere. Haben alle, die Met wollen, Met? Ja? Perfekt. Alle versorgt? Sehr gut. Super. Dann Prost, schön, dass ihr da seid nochmal. Ja. Ja. Lasst es euch schmecken. Zur Mitte, zur Titte, zum Sack, zack, zack, zack. So sieht's aus, ja. Prösterchen. Ja. Prösterchen. Oh, Entschuldigung. Ja, genau. Ja, guckst du nicht. Übrigens, der Clou bei der japanischen Kirschblüte ist, hier ist tatsächlich unten eine echte japanische Kirschblüte. Ach, hast du in Bonn durch die Altstadt gelaufen und eingesammelt? Die richtige Antwort wäre auch gewesen. Ja, hab ich auch gedacht, oh scheiße, da war ja was. Das wäre schön, aber die kommen tatsächlich komplett aus Japan. Die werden gesalzen. Und kommen dann mit dem Flieger zu uns. Wow, okay. Sollen wir mal probieren? Das ist voll lecker. Wie viele verschiedene Sorten Met gibt es mittlerweile bei euch? Wir liegen bei 87 verschiedenen Varianten. Okay, wie viel Umdrehungen also hat das? Also da sollte für jeden was dabei sein. Schaut mal online. Wie ein Wein oder was? Oder wie viel Umdrehungen hat das? Der fängt an bei 6 Volumenprozent, je nachdem mit was wir mischen. Und endet so bei 13,5. Also maximal. Okay. Maximale Weinstärke. Ah ja, okay. Der hat 9,5. Prost. Cheers. Prost, wird ein lustiger Abend. Du hast gerade ja schon irgendwie das... Ja, genau, honigwabe.de, ne? Metwabe. Entschuldigung. Metwabe. Nein, Honigwabe, oh, ganz schlimm. Honigwabe.de. Honigwabe ist... Nee, Honigmann ist der Verschwörungsfritze. Honigwabenmann, oder? Dann wie heißt doch der? Nicht Werbung für den. Ja, wusste ich ja, habe ich jetzt aus Versehen gesagt, ja. Ja, ja, so es gibt irgend so ein Corona Pimmel da, der blockte unter honigmann.de, Honigwabenmann oder irgendwie so ein Kram, deswegen, okay, also vergesst den, Metwabe, perfekt.
Also ich weiß, dass diesen Met sogar, wir haben in unserer Last Geek Community einige Leute, die sagen, ich trinke aber keinen Met und I Met. Und die waren sehr begeistert, als sie jetzt bei der Magic Con den gekostet haben und gesagt haben, okay, der ist weil super. Weil ich bisher wirklich Met, habe ich gerade eben gesagt, Met war bei mir, ich habe es einmal auf dem Weihnachtsmarkt getrunken, als Student schon ewig her, und das war einfach nur warmes Bier mit Honig reingekippt. Mhm. Und das war ekelhaft. Mhm. Das war echt ekelhaft, und ich habe am nächsten Tag auch den Abend zweimal durch den Kopf gehen lassen, das war nicht schön. Ja. Aber und deswegen hatte ich Met als warmes Bier mit Honig abgespeichert und habe das deswegen nie auf die Idee gekommen, irgendwie das mal zu trinken. Ja. Aber das ist wirklich Ist ja wirklich so ein bisschen so weinmäßig und so. Sehr, sehr gut. Ha? Okay. Oh. Ich kann dir empfehlen, nachher mal den Spekulatius aufzubauen. Wo ist denn heute Weihnachten? Ja, okay. Dann Mario mal Spekulatius auf. Spekulieren tun wir nicht. Was für eine sensationelle Überleitung. denn wir haben natürlich auch ein Fundstück der Woche zum Alkohol. Irgendjemand knackt hier. Wer ist ich glaub, das? Ich bin das? Liebe Regie. Hallo? Ja. Ja, ja, läuft, ja. Ne? Okay, ja. Vielleicht das knarzt ja auch nicht mehr. Weiß nicht, hast du nachgedacht? Könnte denn vielleicht möglich. Ja? Ich versuche es zu vermeiden, aber es könnte passiert sein. Kann sein. Ja. Deswegen haben wir ja neben dem Alkohol der Woche bei uns im Stream dann immer auch ein Fundstück der Woche. Und das Fundstück der Woche ist, weiß Gott, schon älter. Aber ich finde, es hat es verdient, mehr Aufmerksamkeit, mehr junge Künstler möchte ich ja unterstützen. Wir sind ja hier eine positive Show und wir sind eine positive Sendung. Und wir wollen ja auch jungen Menschen eine Bühne geben. Und da hat sich jemand, ich möchte sagen, in unsere Herzen gesungen. Ja. Also in Mainz auf jeden Fall. Er hat meinen Panzer geknackt am Lago Maggiore mit Amore. Der gute Gerhard Müller, den möchten wir euch nicht vorenthalten. Sollen wir dafür vielleicht aufstehen und dahin gehen, damit wir nicht im Bild so ein bisschen sitzen? Ja, vielleicht gehen wir da mal ein bisschen mal zur Seite. Denn, ich sage jetzt bereits, es tut mir leid. Wir fangen mal mit dem größten Hit vom Gerhard an. Amore, Amore am Lago Maggiore, bitte. Ja? Wochenende, du, ich weiß was für uns zwei. Pack deine Sachen, dann bist du mit dabei. Komm, wir fliegen heute in die Sonne, fühlen uns mal wieder richtig frei. Amore, amore, am Lago Maggiore. Amore, amore, ein schönes Gefühl. Amore, amore, am Lago Maggiore. Wollen wir vielleicht? Ja. So. Amore, amore. Wollen wir noch den Panzer brechen? Der gute Gerhard hat, danke, Josi. Hat noch einen anderen Song. Also damit habe ich ihn kennengelernt. Das war ganz großartig. Das ist schön, oder? Ja. Vor über 7 Jahren hat er Tränen in den Augen. Vor über 7 Jahren hat er den veröffentlicht. Und man muss ja auch sagen, er ist beharrlich geblieben. Und er ist auch zeitlich extremst aktuell. Und er veröffentlicht regelmäßig Songs. Und dein neuester Hit ist der Panzer zu deinem Herzen. Vielleicht schauen wir uns das mal an. Das ist auch fantastisch. Freitagnacht, auf einmal hab ich dich gesehen. Die totale Überraschung, es war um mich geschehen. Und ich war so verrückt nach dir, was ich dann wahrnahm, war so schön. Ich glaub, ich hab den Panzer gesprengt. Den Panzer zu deinem Herzen. Fühlt sich so an und seilen von dir, und alle Hemmungen genommen. Ich glaub, ich hab den Panzer gesprengt, was hindert dich noch, es mit mir zu tun. Großartig, der Gerhard. Er hat nicht nur top aktuelle Lieder. Ein Applaus für den Gerhard Müller, ja? Großartig, großartig, großartig.
Das ist sein Kanal. Er kann definitiv noch ein paar Abonnenten mehr vertragen. Er hat Merchandising-Produkte. Ja. Er hat auch Merchandising-Produkte. Du kannst bei ihm Kalender bestellen. Und sensationellerweise ja mittlerweile sogar eine CD. Richtig, krass. Ganz genau. Und ja, da wir vorhin schon Werbung für Med gemacht haben, finde ich, ist es nur fair, wenn wir jetzt auch noch mal Werbung für Gerhard machen. Kauft seine CD ab sofort im Fachhandel. Hallo, meine sehr verehrten Damen und Herren. Am Mikrofon begrüßt Sie recht herzlich Gerhard Müller. Ja, und ich habe jetzt CD veröffentlicht und es dürfte jetzt überall im Fachhandel erhältlich sein. Zumindest ist es bestellbar. Und neben all den Liedern, die hier drauf eben nicht fehlen dürfen, sind auch noch all die Lieder drauf, die mir persönlich am besten gefallen, wobei ja das eine nicht das andere ausschließen muss. Ja, Gerhard Müller, das Beste, ab sofort überall im Fachhandel erhältlich. Ach so, und so sieht's innen drin aus. Ja. Großartig, ja. Ein Applaus für Gerhard Müller. Unser Gast für die nächste Ausgabe steht, glaube ich, fest. Ja. Inklusive anschließenden Live-Konzert. Ich glaube, den können wir uns nicht leisten, dass er vom Bodensee hier hochkommt. Der will bestimmt auch noch Spesen haben. Und so das machen wir möglich. Ja, das war möglich. Vor allem, das Großartige, was ich am Gerhard so großartig finde, dass ich wirklich nach all den 7 Jahren, ich habe den vor 6 Jahren oder so zum ersten Mal gesehen, dass ich wirklich nicht weiß, ob er das ernst meint oder nicht. Weil wenn das nicht ernst gemeint ist, dann ist es brillant. Dann ist es brillant. Weil da ist alles drin, vom übersteuerten Mikro bis zum Ablesen seines eigenen Textes. Es ist großartig. Ja. Ja, es ist einfach sensationell. Noch geiler wäre, wenn das nächste Album das Allerbeste heißen würde. Ich würde es kaufen. Ich finde seine Beschreibung sehr geil. Neben den größten Hits sind da auch alle die Lieder drauf, die mir am besten gefallen. Das super, super. So hat noch nie jemand sein Best-of verkauft. Das ist großartig. Best-of, meine persönliche Meinung. So, super. Also muss man marketingtechnisch auch erstmal drauf kommen. Ne? Absolut, so, absolut, definitiv. Du als Social-Media-Experte, wie findest du seinen Auftritt so? Man muss neidlos anerkennen, er hat definitiv mehr Abonnenten als wir beide zusammen. Ja, aber hallo, ja. Also von daher scheint er irgendwas Ich möchte dir nichts unterstellen, aber ich glaube, als wir alle drei zusammen. Ja, auf jeden Fall. Doch. Wahrscheinlich mehr als der ganze Raum, ich weiß es nicht. Wahrscheinlich, von daher scheint er ja einiges richtig zu nennen. Er hat großartige Songs. Da ist noch mehr. Also wenn ihr wollt, können wir im Anschluss an die Show hier gerne noch so im Hintergrund immer Gerhard laufen lassen. So. Genau, wir machen mal schon. Das ist ein unendlicher Pool der guten Laune. Ja. Da habe ich gerade eine Idee für den, wenn unser Showpianist wieder fit ist. Dann intonieren wir Gerhard Müller. Show, dann darf sich jeder Gast am Ende ein Gerhard Müller-Lied aussuchen. Ja. Und gucken, ob er es besser singen kann. Ich habe das Gefühl, es wird irgendwie möglich sein. Das Schlimme ist ja, als du mir das vorgestellt hast, ich habe ja dann direkt mitgesungen und wir waren uns direkt einig, jeder, der das Lied mitsingt, macht es ansatzlos besser als Gerhard Müller. Das ist schon. Ich hab geguckt, ob ich ihn auf LinkedIn finde, habe ich nicht. Okay. Ja, Wolltest du wissen, ob er das wirklich beruflich macht? Ja, genau. Also ob er davon leben muss. Muss vor allen Dingen. Ja. Du lachst, du musst von der Künstlerei hier auch leben. Ich weiß. Ja, du hättest Scharfschütze werden können. Ja, das also wolltest du. Ja. Ja, wie du mir letztens im Stream gesagt hast. Und jetzt dann kam der Herzfehler dazwischen. Willst du noch auf einer Krankheit von mir rumreiten? Da haben wir jetzt schon beginnt das gehabt. Ich habe einen ganzen Zettel voll. Ja. Ja, also kann ja nichts dafür, dass du nichts auslässt. Ja. Ja. Hast du auch so creepige oder so weirde Sachen mal bei YouTube gefunden, wo du dich so spontan dran erinnern kannst? Sie beschäftigt sich mit Sexualität und so weiter im Geektum. Ich glaube, aber ja. Aber das ist gar nicht so abstrus. Ja, aber das wird bei YouTube alles gesperrt. Weiß ich nicht. Ja doch, sag doch mal dreimal Penis auf YouTube, da hast du 30 Strikes. Ja, da muss man darf auch nicht Sex schreiben, man muss schon Sex mit GG schreiben, das ist so doof. Wie muss man jetzt, auf Insta muss man jetzt auch... S-E-G-G-S. Bei Sex. Ernsthaft? Ja. Sonst wird man sofort gesperrt. Das muss ich ja drauf achten, wenn ich diese Sendung online stelle.
Ja. Das ist ja völlig bescheuert. Ja. Point of view, auch in der Beschreibung? Ja, genau. Also alles, was du schreibst halt. Also das heißt, ich muss jetzt alles, so, was wir jetzt sagen, so ficken und Sex und was tralala, muss ich alles ficken, hast du schon einen Strike. Ja, das ist schrecklich, ja. Ja. Du kannst Rambazamba sagen. Fuck. Ja. Ja. Rambazamba kannst du sagen, habe ich jetzt öfter schon mal gehört. Ja. Und du kannst natürlich die einschlägigen Emojis nehmen. Ja. 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 Das kannst du auch machen. Die sind noch nicht verboten, wer weiß. Aber man hat doch mittlerweile, gerade auch bei den Monetarisierungsoptionen, so kann man doch einstellen, hat irgendwie explizite Sprache und so weiter. Selbst ja, aber dann trotzdem. Geht das nicht. Nee, also ich kann das meine Videos alle nicht monetarisieren. Nee, also hast du schon aufgegeben? War das von vornherein klar? Nee, ich habe mal versucht, ich wollte so 1 Euro, mal gucken, was da so geht und so. Okay. Also, aber ich konnte gar keins. Und das ist ja nicht alle Videos sind ja explizit oder so. Aber allein, da ich halt Sex sage und Penis und so, das ist halt zu viel. Ha, jetzt hat sie es untergebracht. Endlich. Wirklich, und gut, das heißt, hast du das vorher gewusst und hättest du dann ein anderes Thema genommen? Nee, natürlich nicht. Okay, alles gut, okay. Ja, Follower ist ja egal. Also nicht egal, aber es ist natürlich, also nicht das Wichtigste, finde ich. Okay. Also. Ist natürlich schöner, wenn mehr Leute das hören und gucken, weil dann, ne, ist man nicht im eigenen Raum und guckt, also spricht für sich selbst irgendwie im eigenen Spiegel, das ist auch irgendwie langweilig so. Aber ja, man macht es ja nicht dafür allein. Was hast du so an beim Podcasten so? Also der Podcaster lebt ja fürs Feedback von den Hörern, weil das ist beim Podcasten echt schwierig. Also wenn du streamst, dann hast du den Chat und so weiter. Das ist bei YouTube hast die Kommentare. Podcast ist wirklich schwierig, weil du kannst außer auf der Webseite, manche haben ja gar keine, kannst du gar nicht wirklich kommentieren. Mhm. Und jeder hört es ja auf einer anderen Plattform. Manche hören, was ich nie verstehen werde, unseren Podcast auch über YouTube, warum auch immer. Bewegt sich nichts, einfach nur das Coverbild. Okay, kann man stundenlang mein Gesicht sehen, das von Michael, wer es mag. Manche über Spotify, dann Pedigree, Pal, was auch immer, wie die Dinge heißen, iTunes, whatever. Bei uns kümmert sich Sebastian um die Plattform. Und auf den kannst du ja fast nie Feedback geben. Mhm. Aber bei iTunes musst du einen iTunes-Account haben, sonst kannst du kein Feedback geben und so weiter und so weiter. Hast du Feedback auf deine Inhalte gekriegt? Ja, meistens ist es dann in den Nachrichten bei Instagram oder bei Spotify kann man ja auch Nachrichten hinterlassen. Dann braucht man natürlich auch einen Spotify-Account. Aber ja, also. Gab es Themenwünsche? Schon. So irgendwas, was du. Selten leider. Also eigentlich gar nicht. Das ist total schade. Wenn also jemand einen Themenwunsch hat, ja, was ihr nochmal rund um Liebe, Sexualität im Geektum nochmal wissen wollt, dann. Genau, gerne es, her. Ja, dann ich her gerne Themenwünsche an. Und nächste Folge ist schon ein bisschen geplant. Hast du ja, das wird Ponfar. Ponfar. Ja. Also für alle, die erklär's mal. Vulkanier für alle. Sagen, was ist Ponfar? Ja, siehst du, er hat da nämlich keine Ahnung. Ich bin ja kein Trekkie, von daher. Okay. Ja, so Balzen rund um Vulkanier, das sind diese Spitzohren bei Star Trek. Und die haben halt, die können halt oder wollen nicht. Normal Sex haben, sage ich mal, die brauchen halt so ein Ritual und das ja, ist halt. Da gab es ja jetzt in Strange New Worlds die eine Folge mit Spock und ich habe vergessen, wie seine zukünftige. Ich habe Strange New Worlds leider nie geguckt. Okay, ist das nicht, einzige Star Trek, was ich jemals gesehen habe. Ja. Warum? Hat mich nie so gehört. So schlimm musst du bei Stranger Worlds nicht warum fragen, wenn er jetzt nur Discovery geguckt hätte, dann hättest du wirklich mit schweren Herzen. Aber immerhin hast du was geguckt, das ist schon mal gut. Nee, ich hab das einfach dadurch geguckt, weil unsere Community die ganze Zeit so, warum guckst du kein Star Trek? Warum guckst du kein Star Trek? Ich so, ja, mein Gott, warum guckst du denn jetzt kein Star Trek, ja, warum Mann? Nicht? So, also zum einen habe ich bin so ein Fetischist, was ich muss dann wenn dann alles gesehen haben und es gibt so viel Star Trek. So viel Zeit habe ich einfach nicht. Das geht einfach nicht. Die Zeit habe ich nicht und deswegen habe ich damit nie angefangen und ja, jetzt ist mittlerweile so viel und Strange New Worlds habe ich dann aus Prinzip geguckt, damit ich wenigstens mal so ein bisschen einen Eindruck kriege, wovon reden die denn, wenn sie mir von Star Trek erzählen sollen. Das würde ich auch super gerne gucken, aber ich habe leider den Anbieter nicht. Okay. Sehr, sehr traurig. Du darfst ihn ruhig nennen, wir sind nicht kommerziell. Ja. Ich weiß gerade nicht mehr welche, deswegen. Paramount Plus. Ja genau, habe ich nicht. Ja. Netflix, iTunes, ich habe alles, nur nicht das. Sie mal alle nennen, wie im Fernsehen. Ach so, damit es gleichberechtigt ist. Genau, musst du immer alle nennen. Okay. Musst du immer alle nennen. Wie viele Streamingdienste hast du? Nee. 3. Ja, ich habe RTL Plus noch. Weil ich gucke halt. Okay. Warum zum Teufel? Also das schockiert mich von allem, was du bisher gesagt hast am meisten. Also Drachenpenisse und Alien-Eier und so weiter, ist ja alles okay. Aber RTL Plus? Du hast so das HD-Abo. Ich schäme mich auch sehr, aber ich gucke halt Trash-TV ganz gerne. Und dann ist das da kann ich wieder mit dir bauen. Was guckst du da so? Du hörst jetzt mal weg. Na, also ich gucke alles, was Bachelor-mäßig ist. Dann Temptation Island, das ist sehr gut. Sommerhaus der Stars und nur, was meine Kollegen auch gucken. Da muss ich natürlich auch irgendwie mitgucken. Mhm. Ach, ich gucke eigentlich alles, was es da gibt. Aber nebenher. Aber Dschungelcamp nicht so. Hast du Dschungelcamp nicht erwähnt. Ja, es war schön mit euch. Jetzt hast du Dschungelcamp nicht erwähnt. Guckst du kein Dschungelcamp?
Ja, ist ja nur einmal im Jahr. Ja. Also ist ja nur. Ja, aber das aber ist das, ja. Ja, das gucke ich auch manchmal, aber es ist ja gerade nicht aktuell. Manchmal. Ja gut, aber wenn du's, wenn's kommt, dann guckst du's. Ja, nicht jeden aber Tag. Aber nicht so begeistert. Ja, das ist das nicht ist mein Favorite. Das sind halt, echt? Okay. Es ist halt so viele Ekelspiele. Das ist immer das, ich weiß nicht. Das ist irgendwie das zwischenmenschliche Drama fehlt mir. Was? Gerade beim Dschungelcamp. Ja, aber es ist nicht so viel Drama wie in den anderen Sendungen. Okay. Und weniger Sex ist auch sehr wichtig. Ja, das hat ja im Dschungelcamp noch keiner bisher durchgezogen. Echt, gab's noch nicht? Nein, aber Tommy Piepers Klöten habe ich schon gesehen. Das freut mich für dich. Das ist ein Meilenstein. Herzlichen Glückwunsch. Die baumelten als Eier. In Großaufnahme. Ja. Ich glaube, die von Harry Weinfurt Hauch und von Walter Freiwald Hauch. Ja, die gibt's ja schon alle gehabt. Ja, ja, manche leben davon auch nicht mehr. Die anderen Sommerhaus der Stars habe ich mal so angefangen, aber dann bin ich die waren mir echt so assi. Die sind echt schlimm. Und also, das will was heißen, ne? Ja, das will was heißen, ja. Du unterschätzt das Dschungelcamp. Du lernst beim Dschungelcamp wirklich die Leute komplett neu kennen. Ich habe ein Fable. Aber will man das? Aber ich wollte sagen, ich lerne Leute neu kennen, die ich nie kennenlernen wollte, weißt du? Ja, du kanntest sie ja vorher auch ja gar nicht. Ja, das ist vielleicht auch gut so. Ja. Aber es sind doch Stars. Nein, es reicht ja inzwischen schon, wenn du die Mutter vom Onkel von einem Star warst, der einen kannte, der ein Star war. Das reicht schon als Qualifikation. Ja. Sind wir dann? Also Sex-Podcaster, sind wir als YouTuber und Streamer und so mittlerweile qualifiziert? Definitiv. Nächste Staffel. Wir haben uns angemeldet. Guck mal, die Mutter von der Katzenberger war drin, weil sie die Mutter von der Katzenberger ist. That's it. Ja, das hat gereicht. Und die Schwester war schon drin, weil sie die Schwester von Daniela Katzenberger ist. That's it. Und hat gewonnen. Echt? Genau. Wer war das denn? Ja? Voll interessant. Die Jenny Frankhauser, ich sehe. Ja. Ah, kenn ich mal. Die, und dann entpuppen sich manche wirklich sogar als, also der Glöckler zum Beispiel, war besser, also ist netter rausgekommen, als er reingegangen ist. Wirklich. Du wirst schon zum besseren Menschen, wenn man da reingeht. Ich glaube dir das. Das, ja, ja. Dann, du kannst auch schön Bingo spielen. Irgendwann sagt einer, die Masken werden bald fallen. Ja, wir sind alle im Dschungel, merkt ihr das? Ja, oder bis hin zu Joey Heindle, der dann sagt, Jürgen, kein Studio hier. Ja, also das ist ganz tief drin in der Materie. Ja, ne? Ja, ja, wirklich. Ich gucke zweimal im Jahr lineares Fernsehen, Dschungelcamp, wenn keine WM oder EM ist, und Eurovision Song Contest. Kannst du wenigstens damit was anfangen? Gut, die DDR hat noch nie gewonnen, aber habt ihr die DDR mitgemacht? Ich habe keine Ahnung. Mann, ich war 9. Ja, da guckt man das doch als 9-Jähriger. Ja, aber ich kann mich doch nicht mehr daran erinnern, was ich als 9-Jähriger gesehen habe. So viele Programme hattet ihr jetzt ja auch nicht. Ja, das ist ja richtig. Aber wir doch deswegen, auch nicht. Und deswegen lief ja, da, glaube ich, kein Eurovision. Aber ich kann dir deswegen ja noch alles runterbeten. Bis also ich habe es auch nicht geguckt. Ich habe nur DuckTales und sowas gesehen. Ab 12 Uhr kam Stereo-Testprogramm. Wer kennt noch das Stereo-Testprogramm? Ja, 1, 2, 3 Hände gehen noch hoch, 4. Das Stereo-Testprogramm. Da konnte man seinen neuen Stereo-Fernseher dann testen, haben die dann Ping-Pong gespielt. Dann hatten sie so 2-Kanalton, hat der links in Englisch gequatscht, rechts auf Deutsch. Was hatten noch? Die Maultrommel gab's noch. Hat einer mit so einer Maultrommel gespielt, das war sensationell. Ja. Das ist ja viel interessanter als Trash-TV. Ja, wenn es jeden Tag kommt und du sonst nichts hast, guckst es halt, ne? Und nerdmäßig war auch was dabei, weil es waren nämlich Ausschnitte aus der Serie UFO dabei, die immer sehr vielversprechend aussahen, aber UFO lief dann nirgendwo, sondern es war nur Teil von diesem Testprogramm. Wir hatten ja nichts, ja, also halt die 3 Programme. Und Ostserien, die haben wir auch gehabt. Na gut, okay. Ich merke schon, das Gespräch ist an dieser Stelle nicht so sonderlich ergiebig. Wird Zeit für das nächste Spiel. Deswegen gehen wir wieder rüber. Hast du zufällig noch ein paar Fragen? Ich habe ja noch ein paar dann Fragen. Ich habe ja noch einen zweiten Fragenblock. Ach, du hast noch einen zweiten Fragenblock. Allgemein. Das heißt, du kannst erstmal wieder Ich kann wieder Eier verschütten. Perfekt. Genau. Ja. Also. Super. Wir hatten ja vorhin die Statistikfragen, jetzt so ein paar allgemeine Fragen, um vielleicht ein bisschen was herauszukitzeln, was wir noch nicht gehört haben. Aber ich glaube, haben wir alles noch nicht gehört. So, okay. Erstens, nenne einen Song, an dem du dich nie satt hören kannst. Toss a coin to your witcher. Oh, schöne Antwort. Der ist gut. Schöne Antwort. Ja. Ich kann nicht singen, tut mir leid, aber es ist wieder in meinem Kopf. Werde ich nie wieder rauskriegen, schon wieder. Na toll. Das ist gute Antwort. Gute Antwort. Wie ging es dir mit der letzten Staffel? Hast du schon geguckt? Ich traue mich noch nicht, ehrlich gesagt. Möchtest du von Henry noch nicht Abschied nehmen? Nee. Okay. Aber ich habe auch gehört, die soll nicht so gut sein. Da hast du richtig gehört. Ja. Also ich gucke die irgendwann, aber ich schiebe die noch so ein bisschen vor mir her. Mhm.
Damit ich den Eindruck habe, also die Erinnerung an das Schöne im Witcher noch habe. Oder? Gehörst du zu den Leuten, die sagen, dem Hemsworth gebe ich keine Chance, Witcher ist vorbei, wenn das durch ist, oder sagst du, es ist egal, ich gebe eine Chance? Nee, allem würde ich eine Chance geben. Es war auch bei Batman genauso, bei jedem neuen Batman wird gesagt, na, das ist ein scheiß Batman. Und dann wird man doch feststellen, dass es vielleicht doch ganz gut ist. Nicht bei jedem, aber... Dann hat er Nippel, Den Nippel-Batman fand ich eigentlich ganz, ganz cool. Ist ja auch George Clooney, der ist ja grundsätzlich cool. Ja, den mag ich nicht so gerne, aber den Nippel fand ich ganz gut. Okay, zweite Frage. Dein Lieblingsfilm für schlechte Tage? Das ist auch wieder so ein Nicht-Nerd-Antwort, Titanic. Denn die allen geht schlechter als mir. Entschuldigung. Ach, mir geht's gar nicht so scheiße, wenn ich die da sterben sehe. Schön. So. Wenn es mir schlecht geht, gucke ich immer Schindlers Liste. Das ist so krass. Also in dem Fall hätte ich noch ein paar andere Filme für dich. Ne? Also, The Day After, James Ryan. Aber Titanic ist halt so gut gemacht. Und dann, Was will uns Dominik mit diesem Licht sagen? Was macht sie erst, wenn die Schindlers Liste guckt? Ja? Das war Titanic blau. Dominik, was möchtest du uns mit dem Licht sagen? Ja, sie ist Schindlers Liste, schlimm. Aber Schindlers Liste wäre doch so ein bisschen rot gewesen. Nach Schindlers Liste feiert sie eine Party. Okay. Frage Nummer 3, dein erstes Videospiel. Ja gut, ist ja einfach. Game Boy, Super Mario. Super Mario, okay. Ja. Nö, hätte auch Tetris sein können. Nee, Super Mario. Okay. Gut. Vierte Frage. Welcher Star hing als Teenager an deiner Wand? Ich hatte ein einziges Poster. Das war Wille Wallo von Him. Das ist dieser Gothic-Sänger. Ja. Aber es war das einzige Poster. Der war eine Zeit lang echt angesagt, ne? Der war eine Zeit lang. Der hat eine sexy Stimme gehabt, ne? Ja. Und er sah aus wie mein erster Freund, deswegen. Ah, okay. Das fand er auch dann nicht so kritisch, dass er an meiner Wand hängt. Das war dann okay. Sehr schön. Wille Wallo. Ja. Gott, macht der überhaupt noch irgendwas? Gibt's den noch? Ich glaube schon, ja. Gibt's ihn noch? Ich weiß nicht. Ja? Okay. Von den Liedern damals echt gut. Hast du den Freund ausgesucht, weil er wie Wille Waller aussah? Oder kannst du den kann Freund nicht mehr rekonstruieren. Und dann hast du gedacht, da gibt es ja noch einen auf dem Post. Ich habe es mich auch schon mal gefragt, aber ich weiß nicht, wer zuerst da war. Und Frage Nummer 5. Welche Serie fandst du früher toll und fragst dich heute warum? Da muss ich jetzt echt nachdenken. Keine Ahnung. Mach doch. Es gibt ja immer so Sachen, wo man... Also ganz normal DuckTales fand ich früher ganz toll, aber irgendwie finde ich es gar nicht gut gealtert. Habe ich vor kurzem aber halt noch mal viele Kinderserien ne? Aber es ist keine Erwachsenenserien, die halt... Wobei, Herkules, glaube ich, ist auch nicht so gut gealtert. Ja, Kevin Sorbo ist auch ein bisschen schwierig geworden. Ja, was mit dem passiert, weiß ich gar nicht. Der ist so Trump. Das auf jeden Fall. Trump-Style drauf, ne? Echt? Ich glaube, ja. Da mag ich es doch weniger. Wenn ich mich nicht irre. Ja, ich glaube, in dieser ganzen Verschwörungsbubble auch drin und so. Ja, ein bisschen. Noch mehr ein Grund, das nicht mehr zu mögen. Ja. Aber auf RTL Plus läuft das so bestimmt noch. Kannst du dann dauernd gucken? Dann will ich jetzt eh nicht mehr. Aber Xena gucke ich noch. Sehr gut. Das waren meine Fragen. Perfekt, prima. Wo wir bei Kinderspielen und Kindheitserinnerungen waren und bei Albernheiten, habe ich hier ein fantastisches Spiel. Mal sehen, ob es genauso gut funktioniert, genau, wie das Nicht-Lachen-Spiel. Mal gucken, ob es genauso gut funktioniert, so ein einschlagender Erfolg ist, wie die Nicht-Lachen-Challenge. Das hier ist ein fantastisches Spiel, das nennt sich Pie Face. Also kriegst du heute doch noch ein bisschen Sahne ins Gesicht. Denn Rudi Carrell hat auch gesagt, keine Show ist perfekt ohne eine Tochter in der Fresse. Und deswegen, also hat er so nicht gesagt, ich hab's. Wie geht das denn noch? Ich wollte sagen, das klingt doch eher nach Balder. Der hat es so gemacht. Ich habe extra vegane Sprühsahne besorgt. Und das Ganze funktioniert folgendermaßen. Ihr nehmt bitte hier wieder Platz zu meiner rechten und zur linken. Diesmal mache ich auch mit. Ja? Wir kriegen jeder wieder... Diesmal machen wir einfach nur 2 Leben, weil bei euch dauert das ja immer so ewig. Ja? Sonst kriege ich morgen früh noch die Sahne ins Gesicht. So, da ist jetzt auch ein bisschen Glück dabei bei der ganzen Sache. Und das Krimi-Diener, mit tut mir jetzt schon leid, dass ihre Mikros ein bisschen versauert werden, aber das ist okay. Ihr habt auch hier ein Handtuch. Es funktioniert folgendermaßen. Wir machen hier eine gehörige Portion Sprühsahne. Wie gesagt, sie ist vegan. Da brauchen wir uns hier auf das Ding drauf. Dann drehen wir an diesem wunderschönen Glücksrad. Und je nachdem, welche Zahl erscheint, musst du hier an diesem Rädchen drehen. Und es kann sein, dass die Klatschhand auslöst. Es muss aber nicht sein. Ja? Bereust du es jetzt, dass du zugesagt hast? Ich hätte lange keine Sahne mehr im Gesicht. Also ja, siehste,
Also perfekt. Du kannst, wie gesagt, wenn das dir, kannst du dir hier was irgendwas reinmachen. Ich fange einfach mal an. Ich drehe jetzt mal und mal gucken. Zweimal. Ich habe Glück, ich stecke dann den Kopf hier durch. So, und dann dreht hier einmal. Moment, andere Richtung drehen, Entschuldigung. So, ihr müsst nach vorne drehen. Okay. Einmal. Zweimal. Uhrzeigersinn? So. Ja, ich glaube schon. Ne? Ja, machen wir so. Bitteschön. Dreimal. Ich freue mich. Nach vorne drehen. Tut das weh? Also wenn nur, ihr klatscht? Nur ein bisschen. Nur für 5 Minuten. Ja. Okay, dann ist okay. Für seelische Schmerzen. Ja. So. Eins, zwei, drei. Ach, fuck. Oh. Ich will das ganz nicht. Viel Glück. So. Ja, super. Das freut mich. Wie viele Runden machen wir? Jeder hat 2 Leben. Also wer 2-mal so, erwischt ja, wurde, stimmt. Ist dann raus. Mal gucken, wenn es euch vorher langweilig wird, dann geht ihr einfach. Dann okay. Hören wir vorher auf. Mal gucken mal. 4-mal. Uiuiui. Macht das, biegt mal das Mikro ein bisschen zur Seite. Bisschen. Ja. Ja. Genau. Wenn wir dann dein Schmerzensschrei nicht wirklich hören, das macht nichts. Ja, das ist noch besser. Ja, das wäre nämlich mein Vorschlag gewesen, dass wir uns einfach immer hin und her bewegen. Dann lassen wir es einfach, dann lassen wir es einfach immer in der Mitte. Dann lassen wir es einfach immer, Ja, jeder nimmt seine 2 Alien-Eier, nicht ausbrüten. Ich betone nochmal, es war seine Idee. Ja, alles hier war meine Idee. Ja. Ich schäme mich auch nicht dafür. Ja? Ich habe noch mehr davon 4, ne? Hinten im Haus. Ja, 4, ja. 1, 2, 3. Wow, okay, der erste Treffer ist weg. Ich nehme dir alles weg. Ja, ja. Hier ist dein Handtuch. Ein Applaus schon mal auf jeden Fall. Wunderbar. Eins nehme ich dir schon mal weg. Sie ist glaube ich ganz lecker, ne? Ja, okay. So, dann laden wir das Gerät wieder. Der Gerät dreht sich, wird nie müde. Einen kräftigen Nachschlag. So. So. Ach komm, ehrlich. Ja. So. Allerdings. Ja, dafür muss ich 5-mal drehen, ja? Das ist ja eigentlich fast schon mit Ansage. Scheiße. 2. Ah! Ja, und dann. Aber darfst du jetzt aufhören oder musst du gleich noch 3-mal? Nein, ich habe jetzt ein Leben weg. Dominik, tut mir leid um deinen Fußboden. Ja. Teppich, genau. Moment, ich lade das Geschoss wieder. Ja, genau. Ja, Mama, richtig kräftig drauf hier, ja. Ja. Das kriege ich wahrscheinlich auch. 2. 2-mal. Doch. Naja, das ist eigentlich so fast auf 2,5. Das ist noch auf der 2. Ja, ich lass mal, weil du es bist. Ne? Sonst denkst du mir wieder zu laut. Ja. Dann knackst das Mikro. Er geht schon wieder. Eieiei. Ich denke. Ja. Ich denke. Denk doch nicht drüber nach. Mach einfach. Oh, guck mal, wie bei Nightwatch haben wir Leute, die von draußen reingucken. Ja, Hallo. Tu es oder tu es nicht. Es gibt kein Versuchen. Du wolltest ja, dass so viel drauf ist. Ja, ich weiß. Naja. Ich hab halt Hunger, okay? 4! Ui! Ah, der Letzte. Damit haben wir eine traumhafte Verliererin, die Goody! Fantastisch. Möchtest du auch nochmal? Du hast du noch gar nicht hin. Ich riskiere das nochmal. Ja? Ich riskiere ja, das nochmal. Ja. Das sind Mikro nicht abschalten. Wir wollen das wie bei Nackte Kanone haben. So. Was ist das denn?
Ich drehe schon mal, ja? Während du nachdenkst, drehe ich schon mal. Vier. Eins, zwei, drei, vier. Ach, Scheiße. Na gut. Na, einmal muss es mich erwischen. Ja? Ist ja okay. Vier. Siehste? Das ist ja mit Ansage. Ja. Das gibt's doch gar nicht. Mann! Was hast du dem Gerät bezahlt? Ja? Okay. Vier. Vier. Mal, ja, leck mich doch, ey. Ich brauch nur einen. Ja, natürlich brauchst du nur einen. Ah. Eins, zwei. Ah, okay, du hast es gewonnen, ja, alles klar. Das sind ja so Sachen, die sagt man dem Gast nicht vorher, kommen die nämlich nicht mehr, weißt du? Ja, also ich habe nur gesagt, wir machen da so ein bisschen Kinderspaß wie zimmerfrei. Ja, ja. Bin ich ein bisschen vollgesaugt. Welcher Chris? Welcher denn? Ja. Ah, hier. Ah, okay. Chris ist hier kein so guter Ruf. Weißt du? Ja, ist weg. Ja. Ja. Ah, warte mal. Ein Schminkspiegel mal irgendwo. So, der Teppich ist gerettet. Als ob es auf den jetzt noch ankommt. Ja, ja, okay, irgendwo da ist. Na, egal. Ansonsten habe ich einfach wie etwas gezeichnet vom Abend. So. Wir haben ja... Das war schön. Das war schön, ne? Ja, war super. Ich hab das, ich weiß nicht, wie wahrscheinlich so viele kennengelernt. Oh ja, ich hab noch ein bisschen, aber kannst gerne drauf tun. So viele kennengelernt durch so ein lustiges YouTube-Video, Facebook-Video, glaube ich, wo so ein Opa das mit seinem Onkel, sage ich schon, gespielt hat, mit seinem Enkelkind gespielt hat. Und der Opa hat sich so scheckig gelacht darüber. Schon leer, die Flasche? Da ist ja noch. Ach so. Willst du auch noch welchen? Ich bin jetzt schon wieder beim Bier. Aber danke. Oh, sogar geschafft und die Blüte bleibt drin. Sehr gut. So, brauchst du noch mal? Ich mache am Ende der, da mache ich es wieder komplett sauber. Okay, erst. Ich habe noch ein bisschen was da, aber ich meine, das ist bestimmt noch gut für die Haut. Ich weiß. Ganz, ganz sicher. Ganz, faltenfrei. Ganz, 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 ganz sicher. Nur auf einem Auge. Ganz, ganz sicher. Was hast du so? Was hättest du? Wärst du andere Spiele lieber gefunden? So Schokoladenwettessen oder Topfschlagen? Blinde. Nö, Kuh. Das war schon okay. Hatte ich noch nie gehabt. Ja. Nee. Ja, eben. Ich fand das auch sehr lustig. Das Video war damals großartig. Das Video mit dem Opa und dem Kind, der Hammer. Eben, also das war so ähnlich wie Chewbacca-Mom. Chewbacca-Mom kennt ihr? Ja. Chewbacca-Mom, mal gesehen, das war so eine Frau, die hat sich so eine Chewbacca-Maske gekauft und hat die dann live im Auto angeboxt und aufgesetzt und hat einen solchen Lachflash gekriegt. Und das hat dazu geführt, dass ich mir diese Maske selber gekauft habe. Nicht nur habe. Du. Ja? Ja. Nicht nur aber du. Weißt du, was das Problem war? Haben wir die noch? Haben wir die noch? Ja, natürlich ich habe die auch noch, aber weißt du, was das Problem war bei der Maske, die ich gekauft habe? Dein Kopf ist zu groß. Richtig. Ja, bei mir auch. Ja. Ja. Ich war so enttäuscht. Auch, wer hat die denn, die Maske? Eins, zwei? Zwei, sehe ich, zwei Leute haben die. Okay. Die ist großartig. Ja, die ist sensationell. Ja. Ja, also ist wirklich ganz, ganz großartiger Kram. Großartig sind ja auch unsere Zuschauer, die ja hoffentlich fleißig mitgemacht haben bei der Umfrage. Hat irgendjemand bei der Umfrage nicht mitgemacht oder hat es bei irgendjemand nicht geklappt? Ich habe es nicht gemacht. Ja, du hast es nicht, bist ja auch kein Zuschauer. Ja? Ich gucke ja auch eigentlich zu. Eben, genau. Hat es bei irgendjemand nicht geklappt? Okay, hat bei allen geklappt, perfekt. Denn wir haben unseren Zuschauern Fragen gestellt. Und wir kennen die Ergebnisse natürlich auch nicht. Das sind einfache Ja-Nein-Fragen gewesen, damit wir unser Publikum etwas besser kennenlernen. Und wir wollen auch jetzt mal gemeinsam raten, was wir glauben, wie das Publikum so ein bisschen abgestimmt hat. So wie 100 Leute haben wir gefragt. Sozusagen, ja. Ja, wir haben ja 100 Leute da. Sind ja auch gefühlt 100 Leute da. Also von den 200 Leuten haben bestimmt 100 mitgemacht. Mindestens. Also es ist absolut repräsentativ. Ja. Da hatten wir zum Beispiel mal die erste Frage. Hattest du schon mal eine Sexfantasie mit einem fiktionalen Charakter? Was glaubst du? Was glaubst du? Wollen wir die Antwort noch nicht zeigen? 95%. Glaubst du? Was wäre bei dir die Antwort? Ja, warte mal, was wäre bei dir die Antwort gewesen? Wenn ich das... Ja, klar. Also jetzt ja. Ja, ja hätte ich ja. Ich auch ein Ja. Du klar. Auch? Ja? Ja. Okay, ich muss ganz ehrlich sagen, ich irgendwie nein. Gucken wir mal, wie unser Publikum das abgestimmt hat. 64% haben Ja gesagt, okay, und 35% Nein. Also ich hätte auch Nein gesagt. Wer wäre es bei dir gewesen? Jetzt sag nicht, der wie viel Zeit habe ich jetzt noch? Nein, Quatsch, so, nein, so nein, nein, nein. Ja? Nur ein Scherz, also, keine welches Ahnung. Welches Tentakelmonster? Nein. Pro Tentakel, nein.
Ja, also okay. Nee, das ist privat. Okay. Wille Wallo. Aber ist ja kein fiktionaler. Ja, wahrscheinlich schon, das stimmt, aber ist ja lange. Aber der ist ja nicht fiktional. Ja. Ja, doch, eigentlich schon, ich kenne den Star nicht. Ja, gut, okay. Also. Nächste Frage. Hast du schon einmal in den Pool gepinkelt? Was glaubst du? Das will ich nicht. Wie viel Prozent glaubst du, unserer Zuschauer haben schon mal in den Pool? 0%. Das hängt davon ab, ob sie ehrlich waren oder nicht. Ja, genau. Ich hoffe null. Relativ simpel. Ich sage 100%. Würde ich, also, wenn sie ehrlich waren, steht da 100%. Ja. Ich sage 100%. Nein, aber es ist doch ein Pool, es ist ein kleiner Pool. Da sind noch ganz viele Leute drin. Ja, gut, Pool ist ja hier gut. Was definierst du als Pool? Ja, okay. 53% ja, okay. Na gut. Ja, schau mal an. Ich glaube, ich habe Sahne in der Nase. Naja. Schwierig hoch. Die nächste Frage. Hast du jemals gelogen, um einem schlechten Date zu entkommen? Ich glaube, nicht so viele, oder? 20%? Weißt du? Naja, also muss ja erstmal so ein schlechtes Date haben, dass man in die Bredouille kommt und dann noch eine schlechte Lüge. Hast du ein schlechtes Date gehabt, wo du gelogen hast? Ja klar, ich habe aber nicht gelogen dabei. Ich habe immer gesagt, nee, sorry, passt nicht. Passt nicht. Ja. Also dann auch nach 10 Minuten schon? Oder ja, habe ich auch schon mal gemacht. Oder den Kaffee noch durchgezogen, bezahlen lassen und dann... Ich bezahle schon selber. Ja? Also ich hab irgendwie das Glück, dass bei meinen Dates ganz oft, auch mein Geldbeutel habe ich gerade vergessen. Ja, ah ja, okay. Ja, kommt ganz oft vor. Dann ist es gut, dass sie dann nicht ein zweites Date bekommen hat, weil das finde ich schon echt, echt hart. Also was glaubst du? Ich glaube 20%. Haben schon mal gelogen? Ich glaube schon. Ja, okay. Gucken wir mal. Oh! Oh, ich bin echt schlecht. Ein Drittel hat in der Ich kenne euch ja gar nicht. Hätte ich jetzt auch nicht gedacht. Hätte ich jetzt auch nicht gedacht. Was, ohne dass ihr jetzt sagt, wer es war, was habt ihr denn so für Ausreden genommen? Nein, also sagt's uns nach der Show. Nächste Frage. Hattest du heute schon Sex? Guck allen mal. 25%. Jeder Vierte könnte jetzt also durchzählen. 1, 2, 3, 4, 1, 2. Okay. Wenn Pärchen im Land sitzen, die gucken jetzt, was? Okay, schauen wir mal, wer heute schon. Oh, 13%. 13%. Also praktisch wahrscheinlich nur einer. Wer war's? Hand hoch. Alle anderen, ihr habt heute noch was vor. Und ich glaube, eine Frage haben wir noch. Genau, hast du schon mal im Aufzug gepupst? Wie viel Prozent haben schon mal im Aufzug? 80. Also, 85. Du hättest dazu schreiben sollen, absichtlich, weißt du? So. Stimmt. Extra gewartet so. Ja. So, man darf ich endlich? Ja. Die Zeit ist reif. Und dann mit beschämtem Blick zu mir angucken und so. Genau. Ja, ich meine, es gibt ja ein Stadium in einer Beziehung, da erreichen also die Partner dann den Status FF, also furzender Freund, furzende Freundin, wo du dann so völlig ungeniert sagst, okay, jetzt sind wir 5 Jahre zusammen. FF ist Fanfiction. Ja, von mir aus, aber bei mir ist das furzende Freundin und das ist dann immer so noch ein paar Jahren, wo das einfach scheißegal ist. So, komm, jetzt gehen wir uns schon so lange, ist wurscht. Also wie viel Prozent, glaubst du, haben schon mal im Aufzug gepupst? Ja, das... Ich glaube, weiß nicht, was habe ich gesagt? 80? Nee, 20? Ich weiß nicht mehr. Okay, also du glaubst, die Mehrheit hat schon mal Aufzug gepupst? Ich glaube schon. Ah, ich sag, die Mehrheit hat es nicht gemacht. Mal gucken. Oh, 53% haben nicht, 46% haben schon mal gepupst. Also fast knapp, Hälfte, Hälfte. Knapp die Hälfte. Ne? Also wenn es jetzt hier im Zuschauerraum ein bisschen gemüffelt hat, bedankt euch bei der anderen Hälfte. Ja. Das ist auch kein Aufzug hier. Nee, aber es ist trotzdem ein enger Raum und wir sind, glaube ich, auch froh, wenn wir... jetzt, dann hast du hast überhaupt nichts gegessen. Ich bin jetzt, hast doch, du Baguette, ich hab eine Baguette mit Sahne. Und ein bisschen. Ja. So. Von daher, greif noch zu. Hast du ein Tüpperchen Angst, dabei so vielleicht? Knuspert. Ja, nee, habe ich nicht, aber ich... Vielleicht haben wir noch ein Tüpperchen oder ich habe auch eine halbe Wurst geschafft. Ja, 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 ich bin der Einzige, der hier anständig zugelangt. Ich habe auch heute Hunger gehabt. Ja? Ist okay. Oh, Hunger, ja. So, ich würde sagen, wir biegen mal auf die Siege rein. Denn ihr habt hier bei euch auch ganz fantastische grüne und gelbe Karten. Ja, oder was auch immer für eine Farbe das blau sein soll. Weil ich es nicht geschafft habe, rote und grüne Karten zu kaufen. Deswegen kommst du mal kurz nach vorne. Wir stimmt jetzt bitte ab, ob die Goodie ein neuer Gastchris wird und es verdient hat ein Gastchris. Ihr hebt die gelbe Karte hoch, wenn ihr der Meinung seid. Nein, ihr hebt die blaue Karte hoch, wenn ihr der Meinung seid. Die Goodie ist ein fantastischer Gastchris gewesen und sie sollte auf jeden Fall ein Chris werden im Nerdy-Christmas. So, mal die Karten hoch. Wer glaubt, dass sie kein guter Chris war? Keine Ahnung, keine einzige Karte geht hoch. Wer ist der Meinung, dass sie ein fantastischer Chris war? Alle sind der Meinung. Oh. Wunderbar. Herzlichen Glückwunsch. Dankeschön. Du bist unser erster fantastischer Gast, Chris. Einen kräftigen Applaus für die Chris.
Wir haben leider keinerlei Preis für dich, nein, aber ja. Du kannst dir aber trotzdem noch Würstchen ein sehr lang. Das reicht ja, mir schon. Ja, genau. Ja, ja. Du kannst dir vielleicht noch einen Arschkeks nehmen. Wir bedanken uns vielmals, dass ihr da wart. Es hat uns großen Spaß gemacht. Ich hoffe, es hat euch auch großen Spaß gemacht. Da das ja unsere Testshow war und wir noch so ein paar Sachen ausprobieren, wollen wir natürlich jetzt, wenn wir dann noch einen zusammen trinken, gerne von euch auch wissen, was hat euch gefallen, was hat euch nicht gefallen, was können wir beim nächsten Mal besser machen, was sollten wir länger machen, was lassen wir am besten bleiben. Er muss leider immer dabei sein, das tut mir leid. Ja, das ist Teil, ja, irgendjemand Teil muss das hier alles aufbauen, ja, Teil, ne? Weil er macht das Teil, ja nicht. Teil des Konzeptes, ich komme nur zur Show. Ja, er setzt sich ins gemachte Nest. Ich gehe danach auch wieder. Ja. Ja. Also von daher vielen Dank, dass ihr da wart. Und Gudi, auch an dich. Schön, dass du es mitgemacht hast. Du hast jetzt die Möglichkeit, nochmal voll reinzuhauen. Ja? Und auch dir, wie gesagt, noch ein bisschen was einzupacken für die Fahrt zurück. Und an euch, vielen Dank, dass ihr da wart. Ihr wart ein fantastisches Publikum. Und ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal dann wieder, wenn es wieder heißt, den Nerdikrismus. Denn sie krissen nicht, was sie tun. Denn das Motto wird bestehen bleiben. Vielen Dank. Hat mich gefreut, dich kennenzulernen. Dankeschön.